Hey, hallo, es geht weiter mit Satisfactory, liebe Freunde der Automaten, der automatisierten Technik. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Satisfactory, wir haben jetzt eine Zeit lang nicht gespielt und bereiten uns jetzt auf den Endspurt vor, sozusagen. Und wir haben ja noch einiges vor uns. Wir sind gerade dabei, ihr seht es rechts oben, die vier letzten Komponenten zu bauen für Phase 4. Und wir haben uns jetzt natürlich so ein bisschen überlegt, wie wir das machen. Weil meine Aufgabe ist es, das ganz linke noch zu bauen. Ihr seht, hier entsteht gerade eine große Fabrik, die gerade so ein bisschen im Entstehen ist, aber da ist noch viel zu machen. Während Nils mit dem ganz rechtesten, mit der Komponente und Nikola schon recht weit sind. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden zu sagen, wir spielen heute noch zusammen. Schauen mal, was wir noch so machen können. Und danach ist es jedem sozusagen freigestellt. Ich kann auch mal alleine streamen auf den Server, kann mal so ein bisschen an meiner Fabrik selber alleine weiterbauen, während die anderen vielleicht schon fertig sind. Und dann, wenn wir soweit zufrieden sind, können wir auch die Zeit beschleunigen, den Server mal laufen lassen und treffen uns dann noch einmal, wenn wir dann alle Komponenten haben, um das Ganze erfolgreich zu beenden. Aber ich habe noch einiges vor mir mit meiner riesigen Fabrik, die quasi noch gar nicht steht. Ich bin gerade noch in der Beschaffung der einzelnen Bauteile und allem, und da muss noch wahnsinnig viel gemacht werden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch am meisten spielen und streamen und hier wahrscheinlich auch mal alleine unterwegs sein, aber wir kriegen das alles hin und hier sind sie, auf die Herren, auf die ihr schon lange gewartet habt. Hier sind Nils und Nikola. Genau, dann sind wir entlassen und sind gefeuert. Ich glaube, das ist unser großes Ziel. Gefeuert werden. Ja, oder befördert oder was auch immer. Man muss sich hier auch wieder erstmal reindenken, ne, was das alles ja, nochmal war. Alter, das ist einfach so verdammt. Was wurde das alles? So verdammt. Aber habt ihr den VOD-Leuten erzählt, was wir, dass wir einen Blick in die Zukunft geworfen haben? Geht doch nicht so abfällig über diese VOD-Leute. Also deine Verachtung für diese geschätzten VOD-zuschauende Personen. Ach, das ist ja wirklich, also, du kannst das... Darf ich mal ganz kurz, Nikola, bist du sicher, dass das, bist du sicher, dass das alles richtig ist? Ja, ich bin da gespannt, wo ich aufgehört habe. So, ich erkläre ganz kurz mal, wo wir gerade sind. Denn wir sind hier auch gerade in der Planung meiner Fabrik, die recht umfangreich wird. Aber aktuell sind wir noch in der ganzen Vorbereitung. Und zwar bin ich gerade dabei, hier, Caterium Ingot. Davon brauche ich 786 pro Minute. Die werden hier gerade gebaut. 66 Raffinerien und 786 pro Minute. Das sind hier die ganzen 66 Raffinerien, die das alles herstellen. Das ist dieser Goldbarren hier. Und jetzt muss ich mal nachgucken. 786, das entspricht ja ziemlich genau einem Fließband. Deswegen werde ich die alle auf ein Fließband packen. Und das ist eigentlich dann relativ handlich. Let's find out. Hallo, Florentin. Hallo. Schade, ich wollte mit dem Teaser reinstatten, dass wir ja die Zukunft gesehen haben und wissen, was passieren wird in 300 Stunden. Ach so, ja, ja gut. Können wir natürlich arbeiten. Aber gut, dann machen wir unser Tagesgeschäft weiter und gehe da nicht mehr drauf ein. Ja, eben, finde ich auch. Pass auf. Warum sind die idle? Aluminium Casings war's. Ah ja. Du wolltest aber die Aluminium Casings anliefern. Und da habe ich schon alles quasi. Ey, wie ich das hier. Jetzt, wo ich das sehe, kriege ich wieder richtig Baulust. Aber was fehlt denn noch? Ich habe Baulust. Kennt Baulust ist das so ein. Ja. Ja. Ich habe richtig Baulust, weil das ich sehe jetzt so wieder. So einen Baumarkt hier registriert auf ihren Namen. Baulust ist wie so ein Baumarkt-Hashtag. Ja, ja, genau. Hashtag Baulust. Hashtag Baulust. Ich irgendwer Hashtag schreibt Baulust jetzt mit und macht eine Million Karriere in der Werbung. Ja. Kann man das irgendwie, wenn man das jetzt nachweisen kann, dass wir das in diesem Livestream zuerst... Bestimmt. Kann man das dann irgendwie Rechte geltend machen? Ja, man kann sich auch so Hashtags sichern oder also so Copyright angeben. Aber wenn man nachweisen kann, dass das quasi unser geistiges Eigentum ist, ja, dann... Wenn das einfach nur ein deutsches Wort ist, oder kannst du jetzt auch nicht Hashtag Baulust? Ja, aber so. Sowas Hashtag wie Baulust. Wurde auch registriert. Ja, Baulust ist ein Wort. Oder Malle gehört doch auch jemandem, oder? Das Wort Malle. Ja? Wurde doch auch registriert von irgendwem, ja. Und ey, die Person verklagt jetzt alle, die das Wort verwenden. Sorry, ich hab's nicht gesagt. Echt? Wie? Kostet 80 Euro pro Verwendung. Vielleicht? Okay, Nils, muss mich nur kurz in deine komplexe Aufbau deiner Fabrik einweihen. Ach ja, hier, Radio Control jetzt. Und da fehlt Aluminium. Okay. Aluminium in diesem Container hier. Also hier ist quasi schon das Förderband für dich errichtet.
Und dieser Container würde ersetzt werden durch das Förderband, wo die Aluminium-Casings genau, herkommen. Ich habe dir das Förderband hinter dir hingelegt. Du weißt nicht genau, was da drüber transportiert wird aktuell. Was? Das, was da fließt hinter dir, das Fließband. Ja, da, nee, das sind nicht die Aluminium-Casings, das sind irgendwelche... Nee, das ist das sind diese, sind das nicht diese Röhrchen? Ach, Copper-Sheets. Copper-Sheets sind das. Und die Copper-Sheets, die... Oh, diese Zimtröllchen, das erinnert mich voll an diese Zimtröllchen. Ja, oh. Oh, ja, jetzt so eine Zimtrolle. Da werden die Circuit-Boards mit hergestellt. Ja, okay, okay. Also wir brauchen jetzt noch Aluminium... Okay, schauen wir doch mal nach. Aluminium. Wir brauchen lediglich Aluminium-Casings. Das war also das Einzige, was uns dafür fehlt. Brauchen wir Aluminium-Ingot. Und das bekommen wir... Wir brauchten irgendwas mit Öl oder so. War das nicht irgendwie, dass es ein bisschen nervig kompliziert war? Aber man kann die doch nur... Ah, man kann über zwei Methoden herstellen. Entweder... Ah, nee, über beide, über Lemon Scrap. Ich habe aber alles mögliche falls als bestes Gewürz Zimt genommen. Ich weiß, ich erinnere mich, ich war dabei. Ich habe verloren. Ich hatte Pfeffer, ich habe auch verloren. Ich habe gespielt gegen Salz und gegen Pfeffer. Was eine der dümmsten Runden aller Zeiten war, einfach. Ja, bestes Gewürz, Salz, Pfeffer, Zimt. Ja gut, aber du, also man muss dir sagen, du bist halt immer mutig, ne? Du machst auch sowas wie Heizungsableser und so. Ja. Da muss man sagen, du gehst Risiken ein und manchmal wirst du dafür belohnt und manchmal eben nicht. Absolut. Ja. Zuletzt wurdest du belohnt. Das Thema aufzumachen. Ja, was? Sorry, um da mal reinzugrätschen. Ja, grätsche. Wir brauchen dafür eine Station, die das produziert, also dieses Aluminium-Solution. Ja, genau, nee, das ist ja... Genau. Genau. Und die Solution wird gemacht durch Bauxit. Entweder wir zapfen jetzt die aktuelle Quelle schon an, die dieses Solution herstellt und reduzieren damit den Output von irgendwas anderem. Oder wir suchen uns eine neue Bauxitstelle. Müssen wir mit Florentin um Landrechte verhandeln. Sag mal, okay. Ich fühle mich komplett zurückversetzt in dunkle Tage, längst überwunden geglaubte dunkle Tage. Ich hatte so gehofft, ich kann es einfach ganz charmant auf dich abwälzen. Ah, ja, ich verstehe. Dass ich hier alles mache, dass das Auge hier erblickt und du lediglich die Aluminium-Casings machst. Aber ich habe letztens auch viel gemacht, also ja, ich möchte dies abstreiten. Da hast du recht, aber wenn du mir das jetzt nimmst, dass ich einfach schwere Arbeiten, anspruchsvolle Arbeiten auslagern kann. Deswegen haben wir den Radar-Tower gebaut. Nimmst du mir eine große Lebensgrundlage einfach. Das ist... Was macht das mit euch, Chat? Was macht das mit euch? Das machen wir natürlich nicht. Das sind schon einige Katerium, ne? Da ist schon einiges los. So, jetzt würde ich vorschlagen, wir verarbeiten das direkt weiter in diese Spulen. So, das können wir jetzt erstmal abhaken. Das haben wir. Und jetzt brauchen wir noch diese Spulen. Die Quickwire. Ich meine, wir können das natürlich jetzt auch umrechnen. Hier zum Beispiel. Quickwire. Wir können das aber auch einfach umrechnen. Wir sagen einfach, weil ich werde das ja schon schlau berechnet haben, ne? Weil das Einzige, wofür man ja Katerium braucht, sind Quickwire. Das heißt, ich kann jetzt sämtliche Katerium einfach umbauen in Quickwire. Und ich glaube, wir haben für Quickwire nur ein Rezept. Und deswegen müssen wir jetzt einfach das geteilt durch 12 rechnen. Und zwar, wir rechnen jetzt 786 geteilt durch 12. 66,5 Fabriken brauchen wir jetzt. Ja, okay. Warum geht das nicht auf? Jedes Katerium wird zu Quickwire. Warum geht es nicht auf? Welcher Trottel hat das ausgerechnet hier?
Warte mal, lass uns das mal gegentesten. Mit. Also. 12. Plus. 7. Plus. 7. Plus 15 plus Moment, hier wird Caterium Inge zu Wire. Oh shit. Wire wird doch aus Kupfer hergestellt. Oh oh. Oh oh. Wer hat rot? Warum wird es nicht rot? Hallo? Warum wird es nicht rot? Ihr habt völlig recht. Ist ein alternatives Rezept. Man kann Wire aus... Okay, jetzt bin ich froh. Okay, aber gut... Gut zu wissen, weil dann wird nicht sämtliches Caterium in Quickwire verarbeitet, sondern auch in Wire. Machen wir sämtliches Wire aus Caterium? Ich glaube ja, oder nicht? Wire wird hier aus Copper-Ingot hergestellt. Warum wird es manchmal aus Copper-Ingot und manchmal aus Caterium hergestellt? Was war denn da die Idee? Ach, ich kann es nicht einfärben, weil ich gerade in diesem Dusselmodus bin. Jetzt habe ich es verstanden. Ey, ich mache das jetzt ganz... Hör auf! Hör auf! Weg damit! Ah, jetzt verstehe ich, jetzt ist es rot. So, wir machen jetzt, warte mal. Wir zählen das jetzt einfach durch. Wie viele Fabriken machen Wire? Wie viele Fabriken machen Quickwire aus Caterium? Wir schauen also immer, wo Caterium losgeht. Und gucken dann, was wird daraus gemacht. Und jetzt zählen wir alle Quickwire durch. Caterium 5 Quickwire. Caterium 7 Quickwire. Wieder 7. Das nicht. Hier 7 Quickwire. Das war's, glaube ich. Hat einen Fehler in der eingegebenen Formel gefunden. Ach so, das letzte Plus ist zu viel. Ja, nehme ich auch Feedback gerne an. Wire haben wir jetzt aber nur einmal den Punkt, ne? Mit 10 mal Wire.
10 alternative Wire-Fabriken. Lass uns das einfach mal kurz durchrechnen. Hier brauchen wir pro Fabrik 12. Also brauchen wir hier 12 mal 53. Und hier für Alternatives brauchen wir pro Fabrik 15. Also brauchen wir hier 15 mal 10. Haben wir also insgesamt 786. Das ist genau das. Das ist genau 786. Perfekt. 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 Okay. Die bauen wir jetzt einfach. 63 Fabriken. Kein Problem. Dann hast du da halt gepennt irgendwie. Das war mega cool. Das hört sich schon ziemlich cool an, ja. Ja, das war echt, das war ziemlich nice. Da ist übrigens eine Tube hinter dir. Aber ich glaube, du bist sogar schneller. Sehe ich gerade. Bin schon da. Bin gerade links in der Tube, wenn du mich siehst. Aber ich glaube, du bist tatsächlich schneller als ich. Oh ja. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall. Okay, das ist, hier sind die Aluminium Sheets drin. Aber Sheets braucht man nicht für Casings, oder? Nee, Case. Ich glaube, die gehen direkt aus den Ingots. Nee, gar nicht hergestellt. Oder verbrennen wir die aktuell? Warte mal. Das kann natürlich auch jederzeit sein. Wie war das auf X, ne? Nee, wie macht man Shit? N. Welche Taste? Ist N, genau. Zum Suchen. Nee, nicht. Was ist Ingots? Nee. Wie hießen die nochmal? Wie hießen die Dinger nochmal? Warum haben die keine Power? Die hießen noch Casings? Da. Aluminium Casings, genau. Oh doch, guck mal, die werden aus Aluminium Ingots hergestellt. Genau. Und wir haben hier. Und die werden aktuell nicht. Die sind hier im Überfluss da, theoretisch. Ja, das ist doch geil. Nee, das sind die Sheets. Silizia. Ja. Achso, die Ingots sind hier. Ingots. Nee, hinter dir. Die werden zur Produktion von. Die verwendet, aber die können wir ja abtrennen davon. Aber wir haben halt auch in der anderen Fabrik noch ganz viele davon. Aber ja, genau. Also ich weiß natürlich nicht, wie viele das sind. Das müssen wir natürlich mal gucken. Was? Ob das sich lohnt, okay. Überhaupt das abzuzapfen. Oder ob wir nochmal alles neu aufbauen sollten. Das macht man einfach in einem Constructor einfach. Ja, weil wir können theoretisch die ganzen Bauxitstellen nehmen und die einen neuen Zweck hinzufügen. Ja. Weil dann können wir hier unsere Firma aufbauen. Unternehmensgründung. Oder hier noch ein und Dach draus setzen. Schicken die dann rüber, so, ja. Ja, das klingt doch super. Wir haben sogar einen Bahnanschluss hier. Guck mal, die Fabrik der Träume. Dafür, dass ihr die seit 200 Folgen verspottet, kommen wir immer wieder an den Punkt, dass wir da mal hingehen und gucken, oh, da ist doch noch was Leckeres dabei für uns. Ja, bis zum Looten ist die super. Zum Ausschlachten großartig. Also. Da möchte ich nichts dagegen sagen. Zum Ausschlachten ist die. Ach Mann, ey, diese Respektlosigkeit. Gefällt dir meine Verb nicht? Nein, es ist respektlos einfach. Okay, also Bauxit, hier kommt alles, was wir brauchen. Guck mal, hier wird hier alles zugeführt, wie so eine Lebensader. Das ist ja einfach fantastisch. Die Wiege des Lebens, die. Wir müssen das einfach nur einmal kurz nochmal neu berechnen. Okay. So, wir haben jetzt hier. Ich schau mal, wie viel Bauxit ankommt. Silizia. Florentin, was ist denn deine Bestandsaufnahme bisher? Ja, also ich bin gerade noch dabei, meine Pläne vom letzten Mal so nachzuvollziehen, aber das sieht ganz okay aus. Sehr gut. Hier ist doch alles, was wir brauchen, das ist einfach der absolute Oberhammer. Ja, wir haben auch uns sondiert und wir müssen noch viel arbeiten. Nein, aber ihr habt noch was zu tun, oder wie? Ja, ja. Hier ist alles da, was wir brauchen. Also diese krankhafte Geringschätzung. Ich weiß nicht, ob es genug ist, das ist die Frage. Jetzt ist es doch auch eine Art von Selbstschutz für uns. Ja. Wenn du etwas nicht erreichen kannst, dann kannst du es nur lächerlich machen. Ja, das stimmt. Nimm es als Lob, Nils. Sieh es als Lob. Okay, warte mal, was fehlt? Grab, wo geht denn Gravity Dab hin? Wo geht das Scrap hin? Where is it? Hier. Was fehlt jetzt? Okay, die liegt still. Aluminium Solution fehlt.
Also Bauxit kann ich anbieten, das kann ich ein bisschen verstärken noch, die Produktion. Und das wird ja auch für die Solution verwendet. Ey, was ist hier gerade das Problem? Kann das sein, dass irgendwie das Wasser... Ja, bestimmt. Irgendwas ist hier gerade falsch. Also hier fehlt Aluminium Solution. Und die kommt hierher. Und hier ist Silizia voll, glaube ich. Deswegen wird nichts Neues produziert, Nils. Weil Silizia voll ist. Dann verbrennen wir Silizia einfach, das Überschüssige, oder wir lagern es woanders ein und benutzen es später wieder. Nee. Wir brauchen das doch für Aluminium-Ingot. Ja, stimmt. Dann müssen wir das irgendwo zwischenlagern. Wir brauchen nur das Scrap. Hier kommt halt kein Scrap mehr raus. Ja, genau. Weil Silizia zu viel produziert ist. Wir haben hier einen Stau. Da können wir ja einfach einen Container draufsetzen, dann hat sich das erledigt. Zumindest fürs Erste. Ja, okay. Und dann, weil hier hinten ist nämlich auch schon tatsächlich ein Aluminium-Casings-Dingsbums. Der arbeitet aber nicht, aber wir können dem halt auch locker einfach mal hier. Haben wir da nichts gebaut? Die Aluminium-Ingots einfach mal klauen. Hier ist nämlich der ganze. Guck mal, jetzt geht hier wieder was los. Guck mal. Ach, das Ding ist nämlich voll. Nee, pass auf. Und jetzt, ja, okay, das Ding ist voll. Jetzt schmeißen wir das hier mal rein. Und dann machen wir mal hier eben das weg. Damit das hier drin bleibt. So, bau schon mal. Fertig. Okay. Also, wir brauchen hier einfach nur Aluminium-Ingot. Und das wird ja hier auch aufgeteilt. Ja. Hier ändern wir einfach das Rezept von dem hier. Ja, wir sind einfach mal richtig. Wir nehmen jetzt einfach das, was hier rauskommt. Das kommt jetzt woanders hin. Ich mache jetzt erstmal so ein Rough. Ah, Ingrid kommt auch schon raus. Ja. Aber da müssen wir es hier optimieren noch. Das ja, auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal was Hässliches. Finde ich gut. Tu es, Nils. Was einfach mal. Gib dich diesem Drang hin. Tu es. Ja, das ist jetzt wirklich einfach ganz kurz mal rein funktional. So. Der kann jetzt hier erstmal schon mal ein bisschen arbeiten. Da baue ich jetzt einfach noch ein paar mehr von. Jetzt fackelt das einfach alles ab. Wie viel kann der denn? 90 per Minute. Wie viel kriegen wir da raus? Ist er der einzige Lieferant? 60 die Minute. Haben wir nur einen? Nee. Okay, das Aluminium-Scrap fehlt halt, ne? Okay, was brauchen wir dafür alles? Aluminium Solution und Coal. Haben wir genug Coal, ist die Frage. Coal haben wir genug. Die Bänder sind alle MK3 aktuell. Die können wir natürlich alle auf MK5. Ja, absolut richtig. Wir können die besseren Miner bauen. Da haben wir da schon mal eine Produktionserhöhung. Oha, wo kommt denn die Kohle her? Gott, die Bausünden von damals. Ja, wie jetzt? Wo kommt die Kohle her? Ich hoffe, es ist genug Kohle da. Das ist schwierig, ey. Jetzt habe ich hier genau diese 100 Erklärt Aluminium Sheets zu wenig. Aber ich glaube nicht, dass ich immer die Aluminium-Fließbänder brauche für die Fabriken. Ich glaube, ich kann mir jetzt erstmal noch damit behelfen. Kann man das bauen? Nee. Ja, wir brauchen da auch gar nicht so viel. Aber ich brauche ja eh viele Fließbänder, ne? Um da wieder... Um auch den Weg dahin zu pflastern. Ich dachte, ich hätte unendlich von diesen Fließbändern... Weil das ist oft so, man denkt, man hat unendlich davon und am Ende hat man am allerwenigsten davon. So, jetzt schauen wir erstmal, ob die alle produzieren hier überhaupt.
Das dauert es wahrscheinlich, bis die alle so ein bisschen entstopft werden. Jetzt können wir ein bisschen beobachten, wie die wahrscheinlich alle grün werden jetzt nacheinander. Weil die erstmal so einen internen Speicher haben, der auch erstmal viel leistet. Tja, wie soll ich jetzt das machen mit dem Aluminium? Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Weil das müssten schon die schnellsten sein, leider. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Warum habe ich so wenig Aluminiumgedöns? Ich dachte, da hätte ich genug. Ich glaube, das muss ab jetzt wirklich absolut zentral sein. Dass wirklich man von diesem Aluminiumzeug einfach unendlich viel hat. Ich will halt jetzt ungern nur für dieses eine Aluminium-Ding da nochmal in die Base zurückgehen. Aber ich weiß nicht, was mir sonst übrig bleibt. Schon ein ewig langer Weg. Aber wir können ja vielleicht schon mal einen Block bauen. Vielleicht baue ich schon mal alles, was ich für das Wire brauche. Vielleicht ist das schon mal ein guter Anfang. Für Wire haben wir nämlich gesagt, brauche ich 10 Fabriken. Also 8 plus 2, weil 8 ist immer in meinem Blueprint drin. Das sollte eigentlich klappen. Ist das schlau? Ist das schlau, was ich gerade mache? Ich glaube nicht. Lass es uns lieber hier hinten bauen. Wo ist mein Auto? Das ist immer falsch. Aber ich glaube, guck mal, jetzt. Wir produzieren immer noch nicht alle, ne? Idle. Ja gut, die haben jetzt auch krass vorproduziert, ne? Na, guck mal. Ja. Die produzieren schon ganz gut. Ah, die sind auch schon voll, ne? Wahnsinn, was das für eine Produktion ist. Na, wohl, die laufen noch. So. Hallo, ich glaube, ich bin wieder da. Herzlich willkommen zurück. Bei mir ist das Internet ausgefallen, aber jetzt bin ich wieder da und es sollte weitergehen. Okay. Ah, das ist doch voll hässlich. Ich kann das ja auch nicht da durch. Jetzt tu es. Ich muss es machen, glaube ich. Oh Gott. Wir können ja noch einen Stockwerk drauflegen und da alles ordentlich machen, theoretisch. Fürchterlich unangenehm einfach. Nee, hässlich, also das ist... Boah, ich habe keinen Beton mehr da. Ist mir einfach wirklich sehr unangenehm. Aber so, was willst du machen? Ich versuche gerade zurück auf den Server zu kommen. Aber es sollte alles klappen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Du bist ja nicht ganz unbeteiligt an diesem Unterfangen. Ich auch selbst, ja. Es ist viel Selbstzweck dabei. Der Wunsch. Bisschen hoch. Na, das wird schon. Jo. Und dann da so rüber, ne? Da bis da hinten, so, ja. Beziehungsweise. Ja, ich probiere einfach mal. Claudi, du machst jetzt nur das erste Meilenstein. Also nur. Du machst. Nur.
Du machst mit Abstand das erste Icon, oder? Und wir machen die anderen beiden? Oder und wir fragen uns, nee, ich mach schon die beiden, die ich gesagt habe. Da steht beiden, ja alles okay. Schon. Ich kümmere mich ich hatte kurz Panik. Ich kümmere mich um 1 und 3. Du kümmerst dich um die richtige Arbeit, das finde ich gut. Warum? Oh, geht das nicht höher? Ihr spart es uns gegenseitig. Mit. Also es sei denn, ihr brennt jetzt für das drei, für die dritte Komponente, aber da steht ja eigentlich schon alles. Da muss nur noch mal jemand vorbeigucken und das wieder anschließen. Ja, Inspekteuraufgaben, das nehmen wir nicht. No. Nein, falsche Richtung, oder? Ist ja Schmarrn. Was? Warum will er denn in die falsche Richtung? You are not locked in, sagt er. Ja, da musst du vielleicht immer Steam neu starten. Was heißt das? Ich glaube, du Steam-Authentifizierung hast, ist fehlgeschlagen dann. Warte, habe ich das. Mhm. Oh nein, ich habe den falsch. Nee, so ist doch richtig. Steam-Authenti. So. Synchronisation oder? Nicht möglich. Nein, warum? Habe ich das Ding falsch gebaut? Schäm dich. Nils, schäm. Shame, warum habe ich das? Ja, es ist wirklich einfach lächerlich. Shame on me and everybody who's responsible for my existence. Da raus und dann so da raus. Ich hab's falsch gemacht. Eine Sekunde, ich glaube, es geht gleich weiter. Ich glaube, jetzt bin ich logged in. Logged in nice. And ready. So. Da habe ich auch falsch gedrückelt. Looking very good. Yes, now I get back into it. Nice, nice. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht einfach nochmal gebaut habe ins Leere und das nicht gespeichert wurde. Aber es kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Gibt es eine Rückerstattungsgarantie von Nikola Productions oder was? Yes, yes. Gerade finanziell. Okay, das ist hammergeil. Und jetzt müssen wir nur noch da oben den Zug. Nikola. Liquidität gefährdet. Was? Ja? Möchtest du, hast du Interesse? Interesse weil du kennst dich mit Zugprogrammierung sehr gut aus. Hast du Interesse eben, ich habe das Förderband jetzt errichtet. Das geht jetzt bis oben in den Bahnhof. Hast du Interesse einmal die Einstellung so vorzunehmen, dass das quasi transportiert wird und ich ich habe noch eine Anliegen. Ja. Bitte? Kannst du kurz ins Zentrallager kommen? Ich habe nämlich noch ein Lager für Aluminium-Casings entdeckt. Ein Lager aber nur. Ja, das ist aber ein ziemlich volles Lager. Aber es ist ein Lager. Also ist, 200, 400, also müsste rechnen können dafür, aber es sind ziemlich viele Sachen da drin. Die können wir auf jeden Fall dazu schmeißen, glaube ich. Das sollte vielleicht sogar schon reichen. Warum kann ich, weil ich keine Iron Rods habe. Was brauchen wir am Ende? Die Radio Control Units. Das ist das große Ziel. Und da brauchen wir 60 für 3 Stück. Ja. Und wir brauchen noch. Oh nein, ich will da rechnen. Und er hat halt Mathis zurück. Aber ich glaube, es würde sich lohnen, wenn wir das zusammenschließen würden. Oh Gott, ist das dumm. Ich mach das einfach mal, Nils, okay? Ich habe bestimmt da eine Genehmigung dafür. Ich frag lieber nicht. Ich habe hier original. Das ist ja einfach nur lächerlich. Das ist ja einfach nur. Ich kann jetzt nicht. Mir fehlen jetzt wieder 2 Iron Rods. Das ist einfach dachte so. Ach ja, das ist gut. Komm ins Lager, da gibt's einen Iron Rods. Ja, aber ich bin jetzt. Also bist du weit weg. Gut. Weil ich das hier aber auch so quatschig gemacht habe. So, wo ist denn hier? Wo geht's denn hier hoch bei dir? Warum? So. Habe ich dafür noch genug? Da fehlen mir original, das kann's auch nicht mehr sein. Jetzt fehlen mir die Rotz und ich habe irgendwo habe ich doch Eisen bestimmt, wo ich mir das klauen kann. Ich habe 700 Rotz dabei, ich kann dir auch ein bisschen was abgeben. Ja, ich habe in irgendeinem Stockwerk muss ich hier auch Eisen haben. Bestimmt. Die Raumfabrik lässt keine Träume offen und Wünsche. Ja. Warte mal, da ist auf jeden Fall schon mal... Wo geht's denn hier hoch mit den Casings, ist die Frage. Naja, das hast du gerade gebaut, glaube ich. Was ist denn hier? Guck mal, ich bin ja eine Schnüffelnase vor dem Herrn, ne? Das muss man ihm ja einfach mal lassen. Ich habe auch keinen Beton mehr. So, das Reinforced Plates brauchen wir 10. Eigentlich nicht. Wir brauchen die anderen Plates. Diese hier. Ja, ich bin ja auch wirklich einfach. So, ich wusste doch, in der Fabrik der Träume ist alles, was man braucht.
Alles, was das Herz begehrt. So. Alles, was man braucht. Stark. Zum Beispiel Aluminium Casings, die wir verwenden können. Hä? Was ist denn das für ein Bug gewesen? Hallo? Hier gibt es keine Bugs, hier gibt es nur Features. Tut mir leid. Und jetzt steht dem hier nichts mehr im Wege. Dann weiter geht's. Der absolute Oberhammer. Okay. Und jetzt verbinden wir das mit dem da unten. No. Was ist los? Achso, ist zu long. So, und dann. Nothing is too long. So. Okay, stark. Und jetzt kann ich auch den. Wie heißen die? Dingsbums bauen. Den Merger. Das machen wir einfach mal hier so. Ja, und dann. Das ist zwar eh jetzt eine völlige Quatschkonstruktion, aber ist egal. So. Okay, da werden sie. Da kommen sie raus. Wow! Ja, vielleicht brauchen wir da gar keine weitere Sachen mehr bauen, wenn das jetzt reichen sollte. Die ganzen Casings, die hier reinkommen. So. Ja. 30.000, okay, eventuell reicht es doch nicht. Was, wir brauchen 30.000? Ja. Stimmt, was der Chat da schreibt, aber Chat lügt nicht. Okay, also jedenfalls fließt hier erstmal die Suppe ab. Sehr gut. Das und das ist jetzt schon mal eine kleine Grundversorgung, die ist nicht perfekt und es ist die Fabrik der Träume. Wir wissen alle, okay, das ist eher ein Straßenköter und nicht irgendwie ein prächtiger Dalmatiner oder sowas. Ey, das ist ganz schön despektierlich gegenüber den Tieren. Nils. Naja. Du bist ja auch meiner Fabrik gegenüber immer sehr despektierlich. Jetzt bist du den Tieren unfreundlich gegenüber. Also, na gut. Also das stört dich jetzt, oder was? Ein bisschen. Unbeteiligte Hunde. Einfach so. Mal gucken, jetzt wären wir zwei Stück. Da fehlen natürlich die Ingots, ne? So, kommt da nichts an? Doch, da also kommt das ist jetzt einfach so ganz aus der Not geboren. Egal. So, also da oben in dem Bahnhof sind jetzt ja, da quasi. Bin ich gerade. Bist du da gerade und stellst du das ein? Da bin ich gerade dabei. Und kannst du mir jetzt noch sagen, wo diese geheime Lagerungsstätte ist? Ich hab's schon angeschlossen. Die ist das Hauptlager war das einfach. Aber Hauptlager die lagen waren. Noch okay. Ganz viele Casings. Ja, okay. Also das, was wir jetzt hier haben, das können wir auf jeden Fall nochmal verbessern. 31.000, dachte ich schon. Brauchen wir, sagt der Chat? Ich glaube, mein Chat ist abgestürzt. Seid ihr noch da? Du meinst es menschlich oder wie meinst du? Die war Party. Nein, das sagt einfach keiner mehr, was er durch. Geraumer Zeit. Ich glaube, dass mein Chat hier warte, ich muss immer. Der Motor zum Pferd ist. Discord. Was? Im OBS. Achso, was? Oh Gott. Es wird immer schrecklicher. Nee, streamst du überhaupt noch? Jetzt bist du noch live. Nee. Das lag einfach wirklich an einer nicht mehr fortgeführten Beteiligung. Das kann nicht sein. Ich ja, dachte, also mehrere Minuten hat niemand was geschrieben und ich dachte, das ist okay, ist die müssen weg sein, die Leute. Nicht mal Neses und nicht mal Anzüge. Nicht mal Neses. Boah. Nee. Guck mal, jetzt haben wir schon relativ viele und, den Zug hast du schon eingestellt. Ich weiß nicht, ob das der ist. Ich schau grad nach. Der fährt nur nach Icarus, ist ja langweilig. Müssen auf den nächsten Zug warten. Die Fabrik der Träume, das ist so schön. Gott, ey, ist die klein. Weißt du noch, als Nesis gesagt hat, die reicht locker für alles, was ihr braucht in diesem Spiel? Ja, hat er ja zugesagt. Und wir noch so, ey, bist du sicher, Nesis? Und dann kam Amsibel und meinte, ja, ich unterstütze, was Nesis sagt. Zieh mich jetzt ein bisschen aus. Warum Wasserprobleme? Rote. Skandal. Fucking Flüssigkeit. Flüssigkeit. Flüssig. Apropos, viel trinken. Die Hydration ist wichtig. Mhm. Ach stimmt, ich glaube, ich hatte die einfach noch gar nicht angeschlossen. Nesis hat aufgegeben. Aber er ist da. Okay, der Zug fährt los. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Aluminium-Casings, richtig? Nein, das ist der andere Zug. Und wo landet der? Der Radio-Control-Unit-Zug, der kommt noch. Der gerade losgefahren ist, der landet bei Florentin. Ey, guck mal. Und pendelt hier hin. Nee, okay, aber wo, also der Zug, den du jetzt, wir können ja uns ein bisschen aufteilen. Hier kommen jetzt ja so ein paar von den Dingern hoch. Du sagst ja, die anderen hast du auch schon angeschlossen. Wo. So, was war hier das Wassersystem?
Genau, alle zwei Kreuzungen gibt es eine Kreuzung. Abwechselnd Mitte, abwechselnd oben. Also, wir haben hier unten. Oben. Nee, alle drei. Unten. Eins, zwei, drei, oben. Eins, zwei, drei, unten. Jetzt eigentlich wieder. Warte mal, dann gib mir mal die Kreuzung. Gib mir mal die Kreuzung, bitte auf den Hotkey. Gib mir mal die 3. Das heißt, wir machen 1, 2, 3 unten. 1, 2, 3 oben. Können wir das schon planen? Irgendwie mag ich nicht, dass die Reichweite für diese Marker so klein ist. Aber gut. Vielleicht sollte ich erstes mal gerade bauen. Ist das gerade? Ach, leider ist dieses fucking Elektro-Hover-Teil so eine Katastrophe. Ah, es könnte so cool sein, damit zu bauen, aber leider ist es nicht cool. Weil der mir leider nicht anzeigt, ob diese Ausrichtung jetzt gerade ist oder nicht. Das ist doch schade, oder? Also kann der sich nicht selbst auch so alignen, so ein bisschen. Ist das gerade? Ja, ich glaube schon. Warum kann ich das nicht mit dem hier auf eine Ebene bringen? Das hier. Ich möchte, dass das genau auf einer Linie ist. Das geht, glaube ich, auch nicht. Ja, müssen wir es jetzt halt einfach äugen. Müssen wir es jetzt einfach äugen. Das kriegen wir schon hin. Ey, Nerdzeit, Alter! Vielen Dank für den Raid! Herzlich willkommen! Ihr lieben Nerds, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir spielen Satisfactory, ein Spiel, das, glaube ich, dem Nerd wie auf den Leib geschneidert ist. Man muss nämlich hier große Fabriken bauen und verschiedene logistische Aufgaben erfüllen. Aktuell bin ich dabei, eine Goldkabelfabrik zu bauen. Mein großes Ziel ist es, die größte Computerfabrik der Welt zu bauen. Und dafür braucht man natürlich eine Menge Kabel und Leiter. Die baut man natürlich aus Gold. Und jeder Nerd eigentlich wissen sollte, kann man Gold am besten zu Goldbarren verarbeiten, wenn noch Wasser mit im Spiel ist. Genau diese Wasserversorgung versuche ich hier gerade aufzubauen. Natürlich, Nerds, wir sind Perfektionisten. Es muss natürlich alles genau gerade sein. So. Das ist nicht gerade. Das ist nicht gerade. Weg damit. So, weil das Problem ist, jedes Wasserrohr hat nur eine begrenzte Wasserkapazität. Und wir brauchen insgesamt für unsere 66 Raffinerien mehr Wasser, als in ein Rohr passt. Deswegen habe ich mir hier dieses ausgeklügelte Drei-Rohr-System ausgedacht. Gut, ausgeklügelt, das sage ich jetzt einfach mal komplett selbstbeweihräuchernd. Ob es am Ende funktioniert oder nicht, das wird sich zeigen. Sind wir noch gerade? Ja, schon, ne? So. Dip, dip. Nerdzeitalter. Was wird da so gemacht bei Nerdzeitalter? Was habt ihr so gemacht?
Gibt es keine dickeren Rohre? Das sind schon die dicksten Rohre, die es gibt. Geht viel um die Zeit und ums Altern. Okay. Aber erstmal ein gutes Gesprächsthema. Zeit. Und ums Altern. Okay. So. Das ist jetzt das Grundsystem. Und jetzt ist die Idee, wie verbindet man diese drei Rohre untereinander? Ich habe jetzt das innovative 3-unten-3-oben-System entwickelt. Der Slogan bei uns ist, das Alt im Zeitalter haben wir erlebt. Okay. Einer von uns hat heute die 40 geknackt. Okay, herzlichen Glückwunsch. Nee, alles Gute sagt man, glaube ich. Ich bin immer unsicher zwischen alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es austauschbar, manchmal aber so gar nicht. So, jetzt Achtung. Alle drei Ventile einmal unten. Jetzt 1, 2, 3 oben. 1, 2, 3 unten. 1, 2, 3. Genau, 1, 2, 3 oben. 1, 2, 3 unten. 1, 2, 3 oben. Ach nee, da muss hier auch eins sein, ne? Damit es da reingeht. 1, 2, 3 unten. 1, 2, 3 oben. 1, 2, 3 unten. 1, 2, 3 Mitte. Und oben. 1, 2, 3 1, 2, 3 oben. Mitte. 1, 2, 3 unten. 1, 2, 3 Mitte. Ja, das ist mein Kanal hier so. Herzlich willkommen, ey, drei. Viel Spaß. 1, 2, 3 Manchmal spiele ich auch WoW. Komm, machen wir noch einmal unten hier. So, jetzt ist die Idee. Das so zu verbinden. So, dass die immer die Chance haben, sich gegenseitig mit Wasser zu versorgen. Bestenfalls ein Netzwerk von Wasserversorgung zu erzeugen, sodass möglichst das Wasser auf alle drei Rohrlinien verteilt wird. Das ist die Idee, sodass am Ende alle ihr Wasser kriegen. So, hier fehlt jetzt noch das Mittelteil. Eins, zwei, drei. Ah ja, hier fehlt auch das Mittelteil. So, das ist das System. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem Wasser. Ja, das muss ich jetzt erstmal alles so einpendeln. So, diese Flüssigkeiten sind immer ein bisschen träge. Aber hier sieht Wasser schon mal sehr gut aus. Hier auch. Hier auch. Wunderbar.
Das steigt zumindest, das ist gut. Es steigt, wenn auch langsamer. Aber ich glaube, das ist ein System, das funktionieren kann. Nicht muss. Ja gut, da muss er jetzt halt in 10 Minuten nochmal gucken, ne? Ah, ihr spielt auch Final Fantasy. Ja, Eddie und ich schauen morgen und übermorgen wieder rein. Sind gerade noch so ein bisschen am Kennenlernen. Ja, aber das ist doch, entwickelt sich alles in die richtige Richtung. Solange es steigt, ist das doch alles super. Ich glaube, das läuft. Ich glaube, das läuft. Guck mal, das ganze Erz wird auch alles weggearbeitet. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das läuft soweit. Da ist ja auch schon einiges an Goldbarren hier fertig. Gut, das ist auch schon wieder fertig, ne? Dann kann man jetzt natürlich auch die Produktion schlecht bewerten. Aber naja, gut. So, also, die Wire-Produktion haben wir hier schon abgeschlossen. Jetzt setzen wir das noch fort mit Quickwire. Die Frage ist, soll ich überhaupt anfangen, das zu bauen? Oder ich glaube, ich fahre erstmal wieder zurück. Sind das Kohlekraftwerke? Nein, das sind Raffinerien, die Erz und Wasser in einen Barren verarbeiten. Und das da hinten sind Constructor, die verarbeiten die Goldbarren zu Goldkabeln. Das ist die Idee. Oh, wo ist mein Auto? Ich habe schon wieder mein Auto vergessen. Oh, das ist jetzt richtig dumm. Aber mir gefällt, wie wenig Erz hier hängen bleibt. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Das kommt hier sogar von zwei verschiedenen Orten. Also wer auch immer das hier gebaut hat, muss ein wahrer Meister der Bergbaukunst gewesen sein. Ja, jetzt muss ich wieder zurückdackeln. lass uns jetzt mal so schlau sein, wie es geht. So schlau sein. Hier kommt ein bisschen Kohle an. Weil letzten Endes sammle ich hier gerade Komponenten für die Fabrik. Wir brauchen eigentlich nur noch Quarz und Kupfer und dann können wir auch schon mit der eigentlichen Produktion anfangen. Das hier sind nur Vorarbeitsschritte eigentlich. Gibt es auch ein Ziel von dem Ganzen? Rechts oben am Bildschirmrand siehst du die vier Komponenten, die wir gerade bauen müssen, um Phase 4 zu beenden. Das ist auch die letzte Phase des Spiels. Also da wäre dann einer von vielen möglichen Punkten, an dem man sagt, wir haben das Spiel beendet. Klar, wirklich beenden kann man diese Art von Spielen nicht wirklich. Aber wenn man ein solches Ende finden möchte, dann kann man es an dem Punkt tun. Und wir werden das Spiel auch beenden, sobald wir diese Komponenten alle haben. Und dafür muss ich aber noch eine sehr große Fabrik bauen. Weil dieses Komponentenbauen, das geht immer weiter. Man baut Komponenten und baut man aus denen wieder komplexere Komponenten und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Aber so im Sonnenuntergang, in der Abendsonne, sieht das doch herrlich aus, oder? Diese 66 Schlote. Hör mal rein, was die anderen so zu erzählen haben. Darf ich nicht vergessen, dass ich die noch upgrade? Florentin! So, okay. Pass auf, Freunde. Jetzt haben wir nämlich hier, kommen dann durch dieses Fließband hoffentlich gleich, wenn
Nikola alles richtig macht. Die Casings rein, kommen hier rein, fließen dann hier rauf, alles vorbereitet, fließen diesen ganzen Weg in diese Fabriken und da müssen sie hin. Ich warte sehnsüchtig auf die Ankunft der Casings. Ja. Schauen wir mal. Ich habe auch noch 4, ich kann es ja mal demonstrieren. Ich hau jetzt hier 4 rein. Da fliegen sie los. Die 4 da. Da sind sie. Ich kann einfach mal mitfahren. Die sind langsamer. So, wir holen sie ein. Wir fahren jetzt mal gemeinsam mit dem Aluminium Casings. Ups. Oh, okay, wehgetan. Das war schmerzhaft. Da sind sie. Oh, wir dürfen sie nicht aus den Augen verlieren. Oh, aus den Augen verloren. Tja. Ja, aber hier sollten sie ja rein. Da sind sie und dann sind sie in einen von den beiden. Entweder hier oder da. Aber wir machen da auch einen schönen Abschlussstream, ne? Weil dann zeigen wir uns gegenseitig nochmal alle Fabriken, die wir so gebaut haben. Mhm. Und ich möchte noch eine Rennstrecke bauen. Oh ja. Oh, das ist eine gute Idee. Und dann will ich, dass Nikola gegen Nils das große Rennen stattfindet. In diesen Karts, in diesen Flip-Karts, ne? Genau. Ja. Ich baue so eine richtige Mario Kart-Strecke mit Sprungschanze und Lava und so. Das gefällt mir. Und so radioaktiven Müll und dann müsst ihr ausweichen. Hier. Und aber auch Höhlen mit Schnecken und so. Ja. Du kannst ja auch quasi das so ein bisschen so wie beim Triathlon. Man fährt eine Strecke und dann muss man anhalten und dann ist da so eine Transportröhre. Da fährt man andere Strecke, da muss man ein neues Kart besteigen. Was oder ein anderes Fahrzeug. Ein anderes Fahrzeug, ja. Und dann noch diesen Offroad. Mhm. Ja. Oh, das finde ich cool. Endlich neue Projekte. So, bevor wir zu sehr wieder abdriften, was ist hier mit den Casings? Ja, ich warte auf die Ankunft des Zuges. Du wolltest doch neuen bauen. Ich habe keine Ressourcen mehr dafür. Wir haben 2 Züge, die unterwegs sind, aber sie brauchen trotzdem sehr, sehr lange. Okay, das heißt für mich wieder warten, ja? Jetzt wieder auf die Ressourcen bringen, um neue Züge zu bauen. Ich bin jetzt wieder quasi hier in der Station, ne? Beim Diamanten? Was fehlt dir denn für einen Zug? Mir fehlen noch Rohre, soweit ich das sehen kann. Also diese Stahlrohre. Aber hattest du nicht einen Zug auch gebaut, mit dem du gefahren bist? Ja, jetzt sind die halt alle. Den Rest muss ich herlaufen, weil er zum Glück gefahren ist. Aber da stand da nicht noch einer von dir, den du jetzt löschen kannst? Und den Riss, oder? Nee, der ist schon investiert. Ah, ist das ärgerlich. Okay, ich könnte... Alles reinvestiert hier. Soll ich dich abholen kommen sozusagen? Nö, ich bin schon am Bahnhof, aber mir fehlen halt eben noch Züge. Ich warte eben noch kurz, ob alles funktioniert, so wie wir es gedacht haben. Also, du bist... Ich bin oben beim Case-Kästchen. Auf welchen wartest du? Welchen Zug? Auf Casings 1. Casings 1. Der ist leichter. Der bewegt sich ja gar nicht. Doch, der fährt gerade gleich, kommt der an. Bei mir bewegt er sich nicht. Am Horizont. Casing 1? Ja. Auf meiner Map steht er still. Okay, warte mal. Ich muss jetzt nochmal richtig viel Aluminium auftreiben und da richtig schön reinklotzen. Und dann machen wir... Also, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge Aluminium, weil wir ja auch die ganzen Fließbänder da überhaupt nochmal hinbauen, die ganzen Ressourcen mit Fließbändern zurückbauen müssen. Dann was ist eigentlich mit Quarz und Kupfer? Kohle haben wir ja abgebaut. Eisen. Quarz. Kupfer. Aber auch nicht so geil eigentlich hier, ne? Eiern. Wollte ich das denn abbauen? Hier haben wir einen Kopper. Kopper. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Geyser. Bloody Geyser. So, jetzt aber Aluminium. Aluminium. Das ist doch auch teilweise... Nee, das ist Stahl. Ja.
mal hier Steel Beam. Steel Beam brauchen wir ganz viele. Also das sind halt auch nicht richtig viele, ne? Aber ich glaube, die brauche ich nur für die Container. Ihr wisst ja, ich baue ja so gern diese Container. Brauchen wir das hier? Nee, das ist alles überflüssig. Das ist, was ist das hier? Uran? Das ist ja Quatsch. Das ist ja Technologie aus dem letzten Jahrhundert. Atomkraft. Das ist schon mal nett. Das packe ich schon mal alles in die Drohne. Gibt's hier noch was Saftiges? Nee, das ist alles Quatsch. Dann mal, gib mir mal mein Jetpack. Ich bin ja eher so der Jetpack-User. Warte mal, wo ist meine Drohne? Warte mal, wo war meine Drohne? Genau, das hier ist die Logistikdrohne, wenn ich mich recht entsinne. Und oder erinnere. Das hier ist die Logistikdrohne, ne? Genau, hier geht's raus. Alles, was ich hier reinpacke, wird früher oder später auch an anderer Stelle wieder ankommen. Das kann alles weg. Das sind immer Sachen, die man so immer brauchen kann. So. Was ich aber vor allem brauche, ist Aluminium. Das war hier auf höheren Stockwerken. Was ist das? Ist ja alles stillsteht einfach. So, wie lief das hier nochmal? Genau, die Heatsink-Produktion war geradeaus, weil wir für anderes Aluminium-Slabs brauchen. Ja, guck mal. Ja, hier sind doch die saftigen Aluminium-Slabs. Ja, ganz genau. Ja, gib mir deine Slabs. Ja, ja, her damit. Wo kommen die denn her eigentlich? Da sind die Slabs. Oh ja. Oh ja, ich will alle Slabs. Ich will alle Slabs! Alle Slabs soll ich haben! Wo kommen die her? Werden die hier produziert? Nee, Sheet! Wie komme ich denn auf Slab? Wie komme ich denn auf Slab? This ain't no Slab. Nee, Sheet brauche ich. Und so gern ich meine Logistikdrohne mag, ich glaube, ich behalte die jetzt erstmal in der Hosentasche. Weil wenn man eins immer brauchen kann, dann ist ein Slabs. Ich bin ein bisschen krank, aber eigentlich bin ich nicht krank. Kennt ihr das, wenn ihr seid nicht krank, aber ihr müsst halt husten? So, also versteht ihr, was ich meine? So, ihr habt zwar die Symptome, aber ihr seid nicht krank. Also so, ich bin nicht krank, aber ich muss halt ab und zu husten und schniefen, aber ich bin nicht krank. Also ich finde, es gibt so dieses krank, dieses und da gibt es halt dieses, ja, mein Hals meldet an. Ich finde, krank sein hat immer so eine ganz körperliche Dimension. So, ich bin matt, ich bin schwach, ich bin gereizt. Na, obwohl, warte mal. Schau mal auf den WoW-Stream zurück. Vielleicht bin ich doch krank. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so... Klar, die Symptome sind die Folge einer Krankheit. Aber nur wenn man Symptome hat, heißt ja nicht, dass man krank ist. Also angenommen, man hat so einen trockenen Hals. Ich habe so einen trockenen Hals, so. Heißt ja nicht, dass man krank ist. Aber ich weiß es noch nicht genau. Erkältung nenne ich das. Aber wenn man eine Erkältung hat, ist man krank, oder? Finde ich schon. Ich finde, wenn man einfach nur so einen Hustreiz hat. Zum Beispiel. Angenommen, man bläst jetzt einen uralten Folianten. Ein uralter Foliant in den Archiven des Vatikans. Man klappt ihn auf, Staub springt empor. Und man niest.
dann ist das kein Krankheitsniesen, sondern ein spontanes Akutniesen. Es ist kein symptomatisches Niesen. Es ist nicht wie, ah, oh, Hüsterich und Schnieferinchen, ich lieg im Bett und niese. So. Es ist kein Krankniesen. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr im Ansatz, was ich meine? Ich fühle mich so unverstanden manchmal. Meint ihr, man kann einen anderen Menschen wirklich verstehen? Sodass man wirklich so, also angenommen, ich habe jetzt so eine Botschaft im Kopf. Zu wie viel Prozent kann ich die maximal an einen anderen Menschen übertragen? Also so, jetzt natürlich nicht sowas wie, heute ist Mittwoch oder so. Das ist, glaube ich, das kriegt man hin. Aber jetzt so ein Konzept. So, wenn ich so eine Idee habe, sagen wir mal eine Idee. Ich habe eine Idee im Kopf. Kann ich die wirklich zu 100% auf einen anderen Menschen übertragen? Oder gibt es immer einen Rest, der nicht übertragbar bleibt? Und man sagt so, naja, du verstehst mich schon grob, aber nicht ganz. 75%. Geräucherte Forelle schreibt, hängt von der Sprachfähigkeit ab. Also du sagst, ein ausreichend wortgewandter Mensch kann die ganze Idee übertragen. Aber es ist generell möglich, etwas zu übertragen. Ich denke manchmal, egal wie ich das jetzt erkläre, ich glaube, das versteht, also nicht, dass ich jetzt so super schlau wäre oder so, sondern ich denke mir so, nee, vielleicht versteht man das nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Rest bleibt immer übrig. Gib mal Gas, der Tacho geht bis 150. Schau mal, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du mich gerade nicht verstehst. In meinem Kampf um Verständnis. Dir geht es nur um Geschwindigkeit. Mir geht es um Verständnis. Und ich hab das Gefühl, dass da ist irgendwo ein Disconnect zwischen uns. Ich sag, hey, hör mir zu, du sagst brumm, brumm. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ich fühle mich da von dir nicht richtig verstanden. Stream hackelt auch ein bisschen. Guck mal, du denkst jetzt wieder eher an ein akustisches Verstehen, an ein technisches Verstehen. Kann ich die akustischen Signale wahrheitsgetreu wahrnehmen von meinem Empfangsgerät? Davon rede ich gar nicht. Verstehst du? Ich meine, ich rede jetzt eher von einem inhaltlichen, von einer Verständnisübertragung, von einem vollständigen Verstehen. Ich habe das Gefühl, es kommt nicht richtig an bei euch so. Das ist frustrierend für mich, das macht mich krank. Also nicht im... Also, das ist eine andere Art von Krankheit. Es ist eher ein seelisches Kränkeln. Warum habe ich Trottel hier eigentlich nicht diese Regalständer gebaut für dieses Fließband? Hier verstehe ich mein altes Ich nicht. Ich verstehe mich ja nicht mal selbst. Lass mal Viertelmeile rennen. Ja. Guck mal, du suchst jetzt nur noch Running Gags. Ich nicht. So, Freunde, jetzt wird hier mal ein bisschen gebaut. Jetzt werden hier mal ein bisschen Constructor gebaut. Kriege ich das hin, dass ich umfalle? Warte mal, Höchstgeschwindigkeit? Ich glaube, man kann nicht umfallen. Wenn es leicht wäre, das zu vermitteln, würden wir psychische Krankheiten besser verstehen. Interessant. Interessanter Ansatz. Also du sagst, psychische Krankheiten sind der Beweis, dass man nicht den anderen nicht ganz verstehen kann. Hallo? Was? Kennt ihr das? Ihr steigt aus dem Auto aus und steht auf dem Fließband? Nervig. Richtig nervig. Ich wollte gerade das Jetpack auf dem Kopfslot ausrüsten. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, es gibt andere Probleme. So, Freunde, jetzt wird gebaut. Jetzt wird hier richtig gebaut.
Jetzt wird hier recht hier mal was aufgebaut. So, wie viel? Wie viele Constructor? Wie viele Constructor brauche ich? 53. Das sind 6,6 Blueprints. Wir runden auf 7. Wobei, ich bin ja faul, ne? Deswegen machen wir das jetzt anders. Ach, nee, wir machen es genau so. Jetzt brauchen wir 7, haben wir gesagt, ne? So. Alleine mich doch. Alleine mich. Warte mal. Ja, warte mal. Blueprint. And now you go for Blueprint Building Mode. Geil. Now you get here. I could put it all the way down, but I don't want to because I can get into some collision here with the other guy down there. And I want to separate it cleanly, please. Geil. Warte mal. Warte mal. Das ist jetzt, ich glaube, das ist super. So passt das jetzt. Was passt das so? Passt das so? Ist das jetzt so was, oder was? Ist das jetzt so auf einer Linie? Ja, das passt schon, oder? Das braucht man. Ja, das passt schon. So, das jetzt 7-mal, bitte. 7-mal. 1. Meine Güte, warum drücke ich immer den falschen Knopf? Da habe ich jetzt ein bisschen Zeit gespart, indem ich Knopf nicht, das F nicht gesagt habe. Die Zeit werde ich gut einsetzen. Wohlweislich einsetzen. In 2. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und Kette fort! Nein, because it's the black cable guy! No, don't do that to me! Because my voice gets so high and irritating, don't do it, guy! Why? Because can't I don't even one guy? Why can't I do it one time, guy? Is it always have to be so hard with you? Can't you just cut me some slack? Always those little cables in the end. Ah. Wow, das wurde sehr unangenehm, sehr schnell. Das ist das unangenehmste Geräusch, das man machen kann. Das ist schon ziemlich unangenehm. Wie lange müsste ich das machen, bis ich wirklich null Zuschauer habe? Ich glaube, den Stream mache ich morgen. Ich blende einfach die Anzahl der Zuschauer ein und quiek dann so lange, bis niemand mehr da ist. Aber wirklich null. Und dann, erst dann höre ich auf. Wenn es 20 Stunden dauert, ist mir egal. Was meint ihr denn, wie lange ich machen kann? Sehr lange. Ich war ein sehr nerviges Kind. Deswegen habe ich Übung. Und die 7! 7, Leute, ihr wart dabei. Okay, bitte, jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen, damit sich so ein bisschen erlernt. Es ist alles eine große Erleinung. Das ist doch kein Merger, das ist ein Splitter. Warum habe ich keine Linie auf das Fließband? Ich bin doch ein bisschen krank. Meine Stimme sollte zu solchen Dingen eigentlich nicht in der Lage sein. Hallo. Hallo! Wie dumm auch Hallo klingt, oder?
Mal als, einfach mal als kleiner Style-Check der Unterschied zwischen Hallo und sowas wie Buongiorno. Wie viel angenehmer klingt denn Buongiorno im Gegensatz zu Hallo? Das ist einfach ein riesen Unterschied. Hat schon keinen Bock mehr, ey. Stell dir vor, du triffst jemanden, der ist richtig cool. Und du musst den mit Hallo begrüßen. Das macht doch direkt keinen Spaß mehr. Oh, aber Fließband auf 6, das war jetzt schon, das ist schon lange so bei mir. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Also jeder, der sich da eine Änderung wünscht, hinten anstellen bitte. Bin da ganz ehrlich. Das wird sich, solange ich hier bin, nick ändern. Ist das korrektes Berlinerisch? Nick. Ich glaube nick. Moment mal, ist, hat das einen passenden Abstand zu den Kacheln? Ich glaube schon. Ist das immer der gleiche Abstand hier? Nee? Oh, ah! Glaub ja nicht, dass ich das nicht gesehen hab! Dialekte sind immer so ein Sympathieglücksspiel. Weil die Leute, die den Dialekt sprechen, macht man richtig wütend. Aber alle, die den Dialekt nicht sprechen, die freuen sich. Man muss immer so abwägen. Bin ich bereit, jetzt irgendwie 10% der Leute zu nerven, um 90% der Zuschauer ein kurzes Lächeln auf die Lippen zu zaubern? Weil das, dafür bin ich ja da. Das ist ja alles, was ich will. Ich will euch ja nur ein kurzes Lächeln auf die Lippen zaubern. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich eine gute Tat getan. Dann hat sich der Tag schon gelohnt für mich. Und auch wenn ich dafür ein paar Leute vergraulen muss, na, dann ist es eben so. Das ist dann eben so der Märtyrer. Das ist doch so ein Nils-Gag, oder? Habt ihr Bock, einen Nils-Gag mal so richtig zu schreiben? Okay, pass auf. Die Grundidee ist die, wir nutzen jetzt mal den Gleichklang zwischen dem Wort Märtyrer und Märtyrer. Okay? Wir verstehen uns. Achtung, Comedy Workshop, Comedy für Anfänger. Wie baut man einen Witz? Märtyrer. Märtyrer. Okay, pass auf. Also mir fällt natürlich sowas ein wie Märtyrer tot sterben. Ja. Pass auf. Es gab da mal diesen Ingenieur. Der Witz mit den Ingenieur. Der hat bei BMW gearbeitet. Damals hatten alle Autos nur zwei Türen. Und er wollte unbedingt, dass alle Autos
4 Türen haben. Das wollte sein Chef aber nicht. Also hat sich der Ingenieur irgendwann aus Frust umgebracht. Er ist quasi den Märtyrer tot gestorben. Als Grundlage. Wichtig beim Bauen eines Witzes immer, das Fundament selbst muss noch nicht lustig sein. Wir müssen nur noch was haben, womit wir arbeiten können. So. Ich glaube, für Nils ist das schon gut genug, oder? Ich glaube, für Nils reicht's schon. Vielleicht nicht BMW, oder? BMW ist zu neu. Ich glaube, wir müssen eher Ford, also so die ersten Autos wirklich. Der Unterschied ist, dass bei Nils der Gag in einer Sekunde entsteht. Ja, das glaubt ihr. Okay, pass auf, wir probieren es mal bei Nils. Ich mal gucken, wer wird die erste Person sein, die das korrekt ausrechnet? Wow. Haben wir denn einen Award für Mathematik, die zählt? Irgendwie sowas? Was war die Aufgabe? Das sind die Besten. Wie könnte der denn heißen, der Award für Mathematik? Warte, du hast schon wieder irgendwas dir überlegt. Ich kenne den Tonfall. Warte, ich hab's gleich. Was haben wir denn? Was kommt denn da raus? Nicola Pasta. Mathematik. Weltmeister, nix. Solche Gedanken. Ich hab gar nichts. Ich hab nichts. Was nichts? Oh, du kommst für nichts hier an. Oh, das ist aber. Der Pluslitzer Preis. Pluslitzer Preis, ja, okay. Plus wegen Pluslitzer. Pluslitzer, ja, okay. Shit, ich bin eigentlich mit einem halbwegs guten Gag eigentlich angekommen. Jetzt habe ich alles ruiniert. Ich wollte nämlich eine Frage stellen. Ja, bitte. Oh. Unbedingt. Und zwar, ich weiß ja gar nicht, ob du die Geschichte kennst, und zwar von einem Ingenieur, der früher bei Ford gearbeitet hat. Jetzt ist er aber nicht mehr da, jetzt ist er Ford, oder? Ja, aber die Umstände seines Ablebens sind vielleicht ganz interessant. Na, schieß los. Weil das war so, dass früher hatten Autos nur 2 Türen. Und der Ingenieur hat aber gesagt, nein, das reicht nicht. Wir müssen es weiterdenken. Irgendwann wird die ganze Familie im Auto fahren. Ja. Und so ein Auto braucht mehr Türen. Und sein Chef hat das aber abgelehnt, hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Autos haben nur 2 Türen. Mein Name ist Henry Ford und ich habe das so entwickelt. Und dieser Ingenieur hat sein ganzes Leben lang dafür gekämpft, dass es einfach mehr Türen gibt im Auto. Ja. Aber immer wieder wurden seine Ideen abgeschmettert und abgelehnt und es hat einfach nicht funktioniert. Und er hat es nicht geschafft, sich gegen Henry Ford durchzusetzen. Der natürlich auch als namensgebender Chef des Unternehmens natürlich sehr viel Einfluss hatte. Ja, und unbedingt. Immer wieder, Jahr um Jahr, hatte er neue Konzepte für seine Autos, aber nie wollte es klappen. Und letzten Endes war er so frustriert, dass er sich umgebracht hat. Also er ist quasi den Märtyrer tot gestorben. Obwohl man weiß, was kommt. Man freut sich trotzdem drauf. Das ist. Oh Mann. Ich mag das, auch diesen konsequent langen. Nein, ich lasse mir da auch nicht den Spiegel vorhalten oder so. Vergiss mir, weil ich genieße diese lange Herleitung. Das ist, ich lasse mir das nicht jetzt malig machen. Oh Mann. Aber habe ich doch auch nahtlos ins Gespräch eingefügt, oder? Ja, absolut. Wir können noch einen davon bauen. Nee, hast du wirklich gemacht. Bin ich Fan von. Okay, das war's schon, danke. Jetzt bist du wieder weg, oder was? Jetzt gehe ich wieder in meine Comedy-Werkstatt und baue wieder weiter. Oh Mann. Ich baue hier nicht an meiner Fabrik, ich baue hier nur Gags den ganzen Tag. Ich glaube, wir sind die Stand-Up-Comedy-Testbude hier. Können wir uns noch einen erlauben? Wir haben gar nicht mehr die Materialien. So, ey, aber was machen wir denn jetzt? Wir können jetzt hier durch diese Kreise fliegen und Loopings bauen, hier so durchfliegen. Woo! Oh ja, das macht Spaß. Dann, mit. So, und was sagt ihr, hat doch gut funktioniert. Oh, jetzt wird's sehr monoton, Freunde. Ich werde jetzt gleich all diese Fabriken das Rezept ändern müssen. Können wir irgendwie ein Hörbuch anmachen oder so?
Das wird jetzt echt super monoton. Also ganz im Ernst, das wird jetzt richtig, richtig monoton. Gibt's irgendwas, was wir nebenbei hören können? Irgendwie so copyright-freie Hörbücher oder sowas. LibriVox. Ich wollte tatsächlich früher selber auch immer Hörbücher einsprechen. Und hab, da gibt's LibriVox, das ist so eine ja, Open-Source-Plattform, wo jeder so seine Sachen einsprechen kann. Wollte ich auch machen, habe ich zum Glück nicht gemacht. Weil das ist richtig viel Arbeit auch so, weil ich hatte dann irgendwie so einen Roman zu Weihnachten geschenkt bekommen, so einen Fantasy-Roman. Und ich wollte den zwar lesen, aber irgendwie war mir das zu langweilig. Und dann dachte ich mir, ich lese den vor. Aber das Problem ist, dass Romane oft so geschrieben sind, dass erst der Satz kommt und dann wird gesagt, wer den Satz gesagt hat. Also, schnell, wir müssen uns beeilen, sagt der Hermine. Und als Vorleser muss man ja den Satz ja schon in der Stimme sagen von dem, der das sagt. Aber man weiß es ja noch gar nicht. Das heißt, eigentlich muss man ja das komplette Buch durchgehen und sich die Sätze markieren mit den Figuren, die sagen, dass du dann am Ende dir überlegst, okay, ich habe eine Hermine-Stimme, eine Harry-Stimme, eine Professor Lupin-Stimme, eine Professor McGonagall-Stimme, eine Dumbledore-Stimme, eine Fluffy, der riesige Hund-Stimme, eine der sprechende Hut-Stimme, eine die heulende Myrte-Stimme. Versteht ihr? Und dann kannst du eigentlich erst das lesen. Also habe ich das erste Kapitel gelesen, mir eine Liste gemacht von allen Figuren und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und so endete dieser kleine Ausflug in die Welt der Audiobücher. Tja. Also wurde dieses Buch nie eingesprochen, zumindest von mir nicht. Okay, lass uns mal schauen, warte mal. Creative. Commons Audio Buch. Na gut, das ist natürlich jetzt schon kritisch, ne? Was können wir anhören? Was ist wirklich? Was hat am wenigsten Copyright? Also so wirklich so fast nichts. Ja, Wikimedia, sowas, ne? Wikimedia? Wikimedia hat, glaube ich, generell kein Copyright, ne? Obwohl, das stimmt nicht ganz. Weil ich habe ja auch mal auf Wikimedia die schottische Nationalhymne abgespielt und das wurde mir direkt geclaimed. KI-generierte Musik. Sehr gut. Sehr gut. Hatten wir da nicht mal eine Seite? AI-generated Audiobook. Ach so, der liest es ein. Du kannst dir einen Wikipedia-Artikel vorlesen lassen. Perfekt. Perfekt. Geht das denn noch mit dem Vorlesen? Warte mal, da gab es doch irgendwann mal diese Vorlesen-Funktion, ne? Die gibt's aber nicht mehr.
Die gibt's nicht mehr. Writing Bull, hey, perfekt, du bist, ihr kommt genau richtig. Vielen Dank für den Raid, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir spielen gerade Satisfactory, ein Spiel, in dem man riesige Fabrikanlagen bauen muss. Und wir stehen gerade vor einem großen Problem. Denn wir haben eine sehr monotone Aufgabe vor uns. Denn man baut hier diese Fabriken. Und diese Fabriken, die nehmen gewisse Komponenten ein, in diesem Fall sind es Goldbarren, und die arbeiten diese Komponenten dann um, in diesem Fall in Goldkabel. Und ich brauche ganz viele Kabel, weil ich will eine große Computerfabrik bauen. Jetzt muss ich aber all diese kleinen Fabriken hier, muss ich das Rezept geben von diesen Kabeln. Und währenddessen will ich was hören. Und deswegen dachte ich mir, ich lasse mir einen Wikipedia-Artikel vorlesen, weil das sollte eigentlich kein Copyright haben. Allerdings weiß ich nicht genau, wie das jetzt geht. Warte mal, wie geht das? Chrome vorlesen lassen. Text, tippen Sie unter allgemeine Einstellungen auf Bedienungshilfen. Öffnen Sie Ihr Google-Konto. Och nee. Ach nee. Im Google-Übersetzer. Das gefällt mir. Na dann, jetzt ganz viel Spaß mit dem Wikipedia-Artikel von Noch Dümmer. Was genau das ist, das wird sich zeigen, wenn wir jetzt hier reinhören. Oh nein, ich bin dumm! Oh nein, ich bin dumm! Jetzt habe ich das Mikrofon angemacht. So, excuse me, sorry? No, 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 sorry, guy, I'm not... No, no, guy, don't. I don't want... give me the text. I just wanna read it. Jetzt. Ja, das kostet schon wieder so viel Zeit alles. Lies es doch einfach nur vor. Warum geht das denn nicht? Warte mal, warte mal, warte mal. Hallo. Surfbus. Warte mal. Warum kann ich das denn nicht vorlesen lassen, wenn das so viel ist? Ja, komm, dann nehmen wir mal einen großen Teil raus. Hallo! Hey! Ducke, Bursche! Okay, Bursche, jetzt pass mal auf. Gell? Du liest mir das jetzt vor, ihr braucht aber was. Zuckerbusch? Nennt der mich Zuckerbusch? Oh, diese Scrollerei, ey. Ach nee, jetzt komm. Jetzt wird's langsam albern. Mir wird das gerade ein bisschen zu albern. Charles Tuttle ist ein erfolgreicher Anwalt in Los Angeles und wurde jüngst zum neuen Partner seiner Kanzlei befördert. Er ist mit der Tochter seines Chefs verlobt. Die Hochzeit ist geplant. In der Kleinstadt Paradise Bluff muss sich der Cousin der Frau seines Chefs, Benjamin Gibbs, wegen vielfachen Versandbetrugs vor Gericht verantworten. Tuttle soll eine Vertagung der Verhandlung erreichen. Gleichzeitig war aber an diesem Tag Tuttles Junggesellenabschied durch seinen besten Freund, dem erfolglosen Schauspieler Richard Ritti, geplant. Ritti fährt mit drei Freunden kurzerhand nach Paradise Bluff und sie überraschen den dort am Vorabend der Verhandlung ankommenden Tuttle. Die fünf trinken in einer Bar Alkohol. Ritti versucht einen weiblichen Gast anzubaggern und gegenseitiges Interesse von Tuttle und der Barfrau Billie Tyler zeichnet sich ab. Tuttle wird beim Versuch einer Streitschlichtung zusammengeschlagen.
Anschließend nimmt er zu viele Schmerztabletten zu sich und ist am nächsten Tag völlig deragiert. Riti gibt sich daraufhin vor Gericht als Tattel aus und beantragt eine Vertagung, die jedoch auf Antrag der ehrgeizigen Staatsanwältin Elisabeth Gardner, Ritis Barbekanntschaft, abgelehnt wird. Da sich die beiden Freunde nun strafbar gemacht haben, muss das Täuschungsmanöver im sich anschließenden Strafprozess weitergeführt werden. Tattel gibt sich als Richard Riti und Assistent der Verteidigung aus. Ohne Zulassung darf er nicht das Wort ergreifen. Dirigiert daher seinen neben ihm sitzenden Freund mit Stichworten auf Katar. Perfekt. Das hat doch jetzt die Zeit gut überbrückt, oder nicht? Jetzt hat doch hier die Zeit. Die Zeit, die vergeht doch jetzt wie im Flug, oder nicht? Moment! Raid von Nils B? Ist Nils raus, oder was? Nils! Seid ihr raus für heute, oder was? Nils ist für heute raus, ja. Oh, alles klar. Ich bastel noch ein bisschen. Dann sage ich vielen, vielen Dank an Nils. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht ihn. Und dann sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Ciao, Nils. Ciao, Nicola. Wir sehen uns. Vielen, vielen Dank an Nils für den Raid. Herzlich willkommen. Wir haben gerade erfolgreich unsere Quickwire-Produktion gestartet. Wir schauen mal, ob das alles hier verbunden ist und ob das alles so klappt. Ja, das sieht gut aus. Und ich glaube, wir können jetzt wieder etwas abhaken. Nämlich, wir... Stielbeam. Ah, ja, gut. Also, wir haben jetzt tatsächlich es geschafft, neben den... Quickwire haben wir abgehakt. Das heißt, wir haben jetzt fast alles hier vorbereitet, was wir vorbereiten wollten. Und können jetzt, glaube ich, langsam anfangen, den Weg zurückzugehen. Weil ich bin gerade noch gar nicht im Fabrikbau, sondern nur in der Vorbereitung. Die ganzen Komponenten werden gerade hier herangetragen. Und das, indem ich sie hart entweder der Erde entreißen muss, aus den eisigen Klauen von Mutter Natur heraus zu hebeln oder sie selbst herzustellen. Ach Gott, dieses Elektrogefängnis hier. Warum zeigt er einem nicht an, ob das gerade ist oder nicht? Das ist immer noch mein größtes Versäumnis. Wo ist eigentlich mein Auto? Wo ist mein Auto eigentlich? Wo ist eigentlich... So, das sieht aber ganz gut aus, oder? Mit der aktuellen Caterium-Produktion. Also da hier geht gut was weg, würde ich mal sagen. Hier geht gut was weg. Der produziert auch schön. Wir schauen mal kurz, wie es mit dem Wasser aussieht. Prall gefüllte Wasserrohre. Perfekt. Das läuft alles wie eine 1. Ja, gut, vielleicht wie eine 3. Ah, der hat genug Wasser. Die haben alle genug Wasser. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Mann, warum ist immer das Auto dort, wo ich nicht bin? Warum kann ich nie dort sein, wo das Auto ist? Hier ist es. Ja, aber ich da dachte, es wäre das Feierabend oder was? Nicht mit mir. Nicht mit mir. Guck mal, das ist ja fast schon hier. Das ist ja hier Straßenrennen. Eng und eingezwängt. Guck mal, ich bin fast so schnell wie meine Klötze hier. Das ist meine Viertelmeile hier. So, jetzt hoffe ich, dass mittlerweile in meiner Logistikdrohne hier mittlerweile schon meine Eisenklötze angekommen sind. So, wir gucken mal. Ja, da haben wir sie doch. Komm, Kabel nehme ich auch noch mit. Kein Problem. Habt ihr gesehen, wie ich das gerade in die andere Richtung gepresst habe? Völlig unverantwortet. Nee, lass uns das Auto gleich hier stehen. Weil hier komme ich ja eh gleich an. Mit meinem Kram.
Jeder Weg hat ein richtiges Transportmittel. So, Freunde, jetzt kommen hier erstmal ein paar Lagerräume. Warte, in welchem Baumodus sind wir? Was ist das denn hier für eine Sensibilität? Oh, die sind aber wieder so sensibel, die Container, ey. Willst du, dass ich da stehe oder da? Ich weiß nicht, willst du oben stehen oder nicht? Alter, spann dich mal, alles gut. Ich mach alles falsch. Egal, wohin du mich ziehst, ich mach alles falsch. Ich als Industrial Storage Container, ich mach wieder alles falsch. Alles okay, hey. Das passt schon, wir kriegen das zusammen hin. Ich krieg das nicht hin. Ich stehe mal links und dann willst du, dass ich rechts stehe. Oh, nee, jetzt hast du aber echt alles falsch gemacht. Oh, ich hab doch gesagt, dass ich es falsch mache. Immer mache ich es falsch, wenn ich so viel auf mich. Boah, die sind nervig. Das ist, glaube ich, das Nervigste, was man bauen kann in diesem Spiel. So, jetzt. Rip. Rob. Zack. Jetzt wird hier erstmal schön gelagert. Es gibt wahrscheinlich bessere Möglichkeiten, in diesem Spiel zu lagern. Aber ich habe mich einfach für diese Schlängel-Container hier entschieden. Und ich möchte, dass ihr das respektiert. Ich möchte, dass ihr mir unverdienten Respekt zollt. Aber wo sind wir hier? Auf der schwarzen Linie, ne? Muss ja schon alles so seine Ordnung haben. Nee. Das muss schon... Das sind Instinkte, die haben sich immer noch nicht eingestellt hier bei mir. Das ist eine Kurve. Das, und jetzt haben wir, guck mal hier, auch Alignment. Ja gut, aber was ist jetzt ästhetisch ansprechender, wenn die sich eher zusammenfinden ab einem gewissen Punkt oder nicht? So, jetzt können wir nochmal ganz kurz einen Kontrollflug machen, ob hier alles produziert. Und wenn ja, dann haben wir diesen Teil des Projekts abgeschlossen. So, hier, was ist hier gelb? Warum kommt hier nichts rein? Ah, du hast nichts. Okay, das ist eine gute Ausrede. Was ist hier los? Du hast nichts. Das ist auch okay. Die produzieren grün, grün, grün. Hier ist gelb. Okay. Scheint so, als kämen die ganz gut weg, die Caterium-Dinger hier. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Nee, das geht schon. Haben wir zu wenig Caterium? Nein, guck dir mal an, wie viel. Aber jetzt läuft das hier. Guck mal, das läuft doch hier wie eine 1. Sehr schön. Gut. Ja, haben wir das auch. Dann können wir das ja... Reicht ein Belt für alle Quickwire? Sehr gute Frage. Wir schauen nach. Wir haben 53 Quickwire-Produktionen. 53 und die erzeugen 60. Da hast du einen guten Riecher. Ist gleich 53 mal 60. Ja. Doch, das war kein schlechter Kommentar. N-O-E-I-C-E. Dankeschön. Das war ein Top-Comment. Das war einer von diesen ganz seltenen Top-Comments. 3180. Geteilt durch 3080 geteilt durch 780 ist gleich 4. Wir brauchen 4
Fließbänder. Das hier sind ja alles Mergerer, ne? Shit, wir müssen es nochmal komplett neu denken. Wir müssen es nochmal komplett neu denken. Wir brauchen tatsächlich 4. Warte mal, und bei den Kupfer, na, da ist es leicht zu rechnen, da haben wir nur 10 Fabriken. Da haben wir 10 mal 120. Das sind auch mehr als eine Bahn. Ich glaube, das können wir aber relativ galanto regeln. Indem wir hier erstmal sauer auf unbelebte Objekte werden. Und jetzt können wir nicht einfach das hier oben hinstecken. Und jetzt einfach hier... Oh, ist das galant. Ah, nee, ist falsch rum. Ist das eine galante Lösung, oder? Das sollte doch jetzt passen, oder? Die haben keine Einlade- und Ausladegeschwindigkeitsbegrenzung. Und die vermischen sich jetzt sogar noch. Leute, also wenn das nicht galant ist, dann, also, dann müssen wir echt nochmal intensiv über die Definition des Wortes galant sprechen. Klar, Sprache hat ja für jeden Menschen da auch eine andere Bedeutung, aber... Eine gewisse Objektivität der Sprache würde ich dann schon unterstellen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, was heißt das, Objektivität der Sprache? Naja, wie begründet sich das? Intersubjektiv, schwer zu definieren, schwer dieses Argument hochzuhalten. Ich würde aber trotzdem sagen, es lohnt sich zu sagen, dass gewisse Worte dann doch eine, ja, nur mehr als subjektive Bedeutung haben. Wie lässt sich das begründen allerdings, fragt ihr euch jetzt. Wie lässt sich das begründen? Und da stoßen wir ganz schnell an die Grenzen. Ja, das hätte man vielleicht auch schlauer machen können mit direkt übereinander, ne? Ja, das war jetzt dumm. Okay, pass auf, jetzt brauchen wir eine. Jetzt brauchen wir eine schlaue Lösung, aber ich bin bereit dafür. Lass uns das mal alles auflösen. Nee, man muss auch wirklich Dinge verlieren können, um neue Dinge gewinnen zu können. Und zwar würde ich vorschlagen, wir arbeiten mehr mit Regalen. Ich arbeite mehr mit Regalen. Wie könnte das aussehen? Lass mir jetzt ein bisschen Zeit beim Abreißen, weil ich währenddessen noch überlegen muss, wie das alles aussehen könnte. Ein innovatives Regalkonzept, wo sogar IKEA sagen würde, nicht schlecht, Herr Specht. So. Vier Fließbänder brauchen wir, 4 Fließbänder übereinander. Und jetzt einfach schön immer mergen. Unten immer 4 Fließbänder übereinander
Und der erste mercht unten, der zweite mercht zweiten, der dritte mercht dritten, der vierte mercht vierten, der fünfte mercht wieder unten. Und so teilen wir es auf. Ist nicht so galant, wie es sein könnte. Ist, finde ich, nicht so galant, wie es insgesamt sein könnte. Aber ist schon okay. Man kann die nicht untereinander mergen, ne? Die vier in dem Regal. Finde ich aber erstmal okay, weil wir mischen die ja dann durch die Container erst wirklich durch. Wie, fragt ihr? Wie, fragt ihr? Keine schlechte Frage. Ihr stellt gute Fragen. Ihr stellt sehr, sehr gute Fragen. Ihr stellt sehr, sehr gute Fragen. Ihr stellt extrem, extrem gute Fragen. Das muss man euch echt lassen. So. Wie hoch muss das werden? Bitte, wo ist der Super? Bitte! Wir brauchen 1, 2, 3, 4. Der kann sich schleichen, bitte. Direkt schleichen. Hatten wir auch mal, glaube ich, einen Blueprint. Ey, wehe, das klappt vom Winkel nicht. Ja, das wird schon. Das geht sich schon aus. Es ist jetzt alles ein bisschen holprig. Aber der ästhetische Anspruch ist natürlich auch schon vor langem über Bord gegangen. Ich sag nicht, dass ich ihn über Bord geworfen habe. Ich sage, er ist über Bord gegangen. Was eine Passivkonstruktion ist, die eine große Neutralität erstmal erzeugt beim Hörer. Bewusst wird der aktive Teil der Handlung unterschlagen. Wobei der gewiefte Hörer weiß, es gibt keine Tat ohne Täter. Keine Handlung ohne Handelnden. Doch das bezirzte Gehirn des Hörers lässt sich für einen kurzen Moment auf die Möglichkeit ein, dass es so etwas geben kann. Eine Handlung ohne Handelnden. Eine Tat ohne Tuenden. Eine Tätlichkeit ohne Tätenden. Und der gewitzte Rhetoriker lässt seinen Hörer in dem Glauben, in dieser warmen Wolldecke der Möglichkeit, dass es sowas gibt. Er baut ihm diesen Palast der Möglichkeit der Flucht, den der Hörer willig einzieht. Aber die Miete ist hoch. Denn die Miete ist die Wahrheit, die der Hörer ab jetzt monatlich zum 5. jedes Monats pünktlich beweisen muss auf das Konto des Immobilieninhabers. In diesem Fall dem Wahrheitsinhaber. Was ist, wenn der Mieter mal nicht zahlen kann? Dann wird er ganz schnell wieder aus seinem bequemen Palast hinausgeworfen.
Dann steht er im Regen. Tja. So ist es mir passiert, 2018. So. Eins. Zwei. Drei. Warum gibt er mir das jetzt nicht? Gib mir, was ich will! Oh, 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 da bahnt sich schon Trubel an. Da bahnt sich doch schon Trubel an. Aber warum? Das geht doch! Das geht doch! Ist das eine Melodie? Ist das eine Melodie am Ende? Wenn man das so in einen Notensheet eingibt? Kann es sein, dass hier gerade Musik entsteht aus der reinen technischen Notwendigkeit eines Musters? Entsteht vielleicht die schönste Melodie der Menschen je gelauscht? Ist das möglich? Dass Ästhetik letzten Endes auch nur eine Funktion von Effektivität ist, dass letzten Endes der Mensch nur das Effiziente, Perfekte als schön denken kann, die Schönheit letzten Endes doch eine Objektivität für sich beansprucht, die über jeden Zweifel erhaben ist, die wahre Schönheit, die ein jedes Geschmacksurteil übersteigt und quasi den Sehgenuss dem Betrachter aufzwingt, allein durch die Notwendigkeit der Dinge. Kann das sein? Oder ist die Kunst für immer in der wabbrigen, vagen Subjektivität eines jeden Einzelnen gefangen? Oder macht gerade das die Kunst aus? Oder muss es überwunden werden durch die Maschine, die keine Subjektivität kennt? Also das ist doch, also ja, das ist doch was, oder nicht? Guck mal, das ist doch was. Es ist nicht nichts. So, jetzt natürlich die Frage, wie wird das jetzt gemischt? Wie kann man das jetzt mischen? Warte mal, die sind jetzt erstmal randvoll wahrscheinlich, ne? Ah, ne. Ah, doch, der ist voll. Ach. Wow, so viel Platz hatte ich? So, jetzt, wie mischen wir die jetzt? Naja, wir brauchen ja erstmal zwei Storage aufeinander. Das ist ja erstmal simpel. So. Achso, nee, das ist ja... So. Jetzt müssen die aber ja nochmal gemischt werden. So, pass auf, jetzt wird's richtig verrückt.
Jetzt machen wir das nämlich so. Hallo? Indem wir die jetzt da drauf bauen. So. Sodass jetzt die beiden hier münden und es einen Austausch geben kann zwischen diesem oberen Container und dem unteren über diesen mittleren. So, und jetzt sollte ja eigentlich alles gut durchmischt sein. Und jetzt kann es ja wieder auf unser Regal kommen. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir das hier alles direkt zusammenfließen lassen. Auf ein großes Regal. Dass ich jetzt aber aus ästhetischen Gründen fast hier stehen lassen würde. So, jetzt schauen wir mal. Nein! Nein! Es ist ein Graus! Ja, passt aber gar nicht so schlecht eigentlich. So, liebe Freunde, und das sind die Früchte unserer Arbeit. Das sind die Früchte unserer Arbeit. 4-mal Gold, 2-mal Kupfer. Alles nur aus der Kraft des Kateriums. Hier, nur aus der Kraft. Hier, nehmt es, riecht es, steckt euer Gesicht da rein, fühlt es mit allen Sinnen. Die Kraft, die in diesem Erz schlummert. Verarbeitet letzten Endes hier zu diesem Machwerk der Industrie. Und das ist ja erst überhaupt der Geburtskanal der Industrie, in dem alles noch weitergeht. So, das ist aber noch nicht alles, ne? Brauchen wir von hier noch was? Doppelquarz? Moment mal, wie viel Quarz brauchen wir denn? 405. Das ist ja pure, ne? 405, das ist aber nur ein Fließband. Also dafür brauchen wir noch ein Fließband. Und dann Kupfer, Kupfer, Kupfer. Davon 510 ist auch ein Fließband. Also brauchen wir noch zwei Fließbänder obendrauf. Zwei Fließbänder obendrauf. Also brauchen wir letzten Endes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stockwerke. Wobei wir natürlich uns die etwas zwielichtige Frage stellen könnten. Wofür brauchen wir eigentlich Kupfer? Können wir das nicht auch, das, was wir aus Kupfer bauen, nicht auch schon hier herstellen? Weil lass mich raten, wir bauen aus Kupfer Wire. Können wir dieses Wire nicht auch einfach schon hier herstellen? Ich verstehe nicht, warum ich hier bei der Planung einmal Wire hergestellt habe aus Kupfer und einmal Wire hergestellt habe
aus Katerium. Warum? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich ab einem gewissen Punkt mich dazu entschlossen? Wahrscheinlich wollte ich nicht die vorherige Planung dann nochmal umbauen. Tja. Aber ich frage mich gerade, woher diese 510 Kupfer kommen. Wir haben hier 210. Und das war's. Hab ich das irgendwie verwuselt mit den anderen Wire oder was? Wo kommt diese hohe Zahl her? Weil, oder brauchen wir noch Copper Sheets? Aber Copper Sheets hab ich doch genug. Passt, steht hier. Passt. Da steht, passt. Kohle? Oh, Kohle brauchen wir auch noch. Schwierig. Friggles, vielen Dank für den Prime. Das ist schwierig, weil ich muss jetzt die Entscheidung treffen, ob ich mein altes Ich über den Haufen werfe. Ob ich mein altes Ich in der Badewanne ertränke. Ob ich zu einem wirklich neuen Menschen werden kann. Oder ob ich für immer in meiner Vergangenheit feststecke. Schwierig. Hier haben wir nochmal 420 Copper Ingot. Copper Ingots alternativ. Check auch diese Liste nicht mehr. Genau, weil wir haben nämlich ab einem gewissen Punkt haben wir ein anderes Was wir letzten Endes herstellen wollen, ist das hier. Und da Adaptive und Supercomputer. Genau. Ein Adaptive braucht 4 Sachen. 1, 2... Ich raff das nicht mehr. Nee, ich glaube. Genau, dafür haben wir ein neues Rezept bekommen. Und für Automated Wiring haben wir auch ein neues Rezept bekommen. Genau. Genau. Wir müssten eigentlich hier hinschreiben: Alternativ. Um hier das zu verstehen. Fucking Caps Lock, einfach der Geißel meiner Existenz. Genau. Eins. Zwei. Eins, zwei, drei, vier.
So. Hier haben wir 300. Hier haben wir 210. Das sind genau die 510. Ja. Anscheinend muss ich noch mehr Copper Sheets bauen. Obwohl ich wirklich schon viele, viele Copper Sheets habe. 603 habe ich schon. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das ist Quatsch. Da habe ich mich vertan. Ich mache noch 14 Wire und dann ist gut. Ich mache einfach noch 14 Wire und dann ist gut. Ich mache einfach noch 14 Wire und dann ist gut. 210. Kopper. So, liebe Freunde der, sagen wir mal, in dicken Anführungszeichen Unterhaltung, lass uns mal auf Kopper-Spaß gehen mit 1, 2, 3, das sind 240. Jetzt das Quarz an Chance, bitte. Das geht schon auch. Da brauchen wir jetzt nochmal 3 Abbaugeräte. Das ist doch eine To-Do-List, die eine gut ausgestattete Logistikdrohne durchaus erfüllen kann, oder? Was ist denn da drin, was ich nicht leisten kann? Also hier zum Beispiel sehen wir direkt ein paar Turbomotoren. Zack, kein Problem. Wunsch gehabt, Wunsch erfüllt. Man kann den Wunsch gar nicht auf der Zunge zerdrücken. Da wurde er schon erfüllt. Was fehlt noch? Supercomputer. Ist doch da. Ist doch alles da. Ist doch kein Problem. Rohre. Ist doch alles da. Kein Problem. Portable Miner. Na, die muss ich eben bauen. Mein Gott. Ja, kann ich hier mal ein paar von diesen Wire... Düngel. Ja, ich sag's jetzt einfach. Mal abgeben. Haben wir 9. Boah, das ist fucking Quickwire. Ich bereue das jetzt schon. Na komm, gib mal. So, 9 Portable Miner oder was? Ja, das ist es mit dem GarageBand-Loop, ne? Ich glaube, das war das erste Mal, wo ich wirklich Popmusik verstanden habe. Ich als alter Mac-User hatte natürlich immer GarageBand. Was ist GarageBand? Ist natürlich das Programm, was Apple-User benutzen, um Musik zu machen, Musikgeschichte zu schreiben. Und da gab es verschiedene Loops. Also verschiedene voreingespielte Instrumental-Zuckerstückchen, die man in seinen musikalischen Tee rühren konnte, wenn man denn das will. Und eine davon war... Und ich dachte mir, geil. Und tatsächlich habe ich manchmal, ja, ist auch keine Schande, einfach nur diese GarageBand-Loops gehört als musikalische Unterhaltung. Und irgendwann kam dann der Song raus von Fort Minor. Und da war genau dieser Loop drin. Und ich dachte mir, wow, das sind auch einfach nur Hörer. Musikproduzenten sind auch einfach nur Hörer, wie ich. Und da dachte ich das erste Mal, ich könnte auch einfach Musik machen. Weil ich habe ja auch GarageBand. Also warum kann ich nicht auch einfach Musik machen? Tja, und da begann meine Musikkarriere. Ganz wichtig, dass man GarageBand sagt. Garage. Nicht Garage. Wir sagen Garage.
Garage. What a lovely garage. Blimey. Blimey. What exquisite garage you have, my dear. My dear friend and fellow. What lovely garage this is. The queen herself could jam in it. Copper. Wo sind deine Eltern jetzt, Copper? Wir sehen uns auf dem Quidditch-Feld, Copper. Aber bitte, wenn das Kupfer ist, was ist das bitte? Moment mal. Das ist beides Kupfer? Hog? Ich will doch kein Hog. So, die elektrische Kraft. Es ist alles so Unsinn, oder? Es ist alles ein bisschen unsinnig. Jetzt ist natürlich hier, ja, eine gewisse Kupfersituation vorhanden. Was jetzt aber erstmal gar nicht schlecht ist. Wir können das hier einfach erweitern, kein Problemo. Also Medium, Medium Problemo. Poco Problemo. Poco Problemo. Una Problemo, per favore. Una Problema Bianco. Un problema bianco, per favore. Uno problema sine gas. So, hier ist natürlich jetzt schon eine gewisse Fächerung. Hat hier schon stattgefunden. Ach ja, komm, da bauen wir einfach noch ein bisschen Kupfer hier hin. Auch wenn wir jetzt natürlich hier ein bisschen den alten Mathematikus nochmal rausholen müssen. Den alten Rechenschieber nochmal rattern lassen müssen. Weil es natürlich jetzt zu einer ganz neuen Situation kommt. Eines der wenigen Lieder, das man tatsächlich an der Melodie alleine erkennen kann. Viele andere ja nicht. Aber bei dem, da sage ich, das hat wirklich so eine gewisse Eingängigkeit, die nicht unerreicht ist. Nein, das möchte ich nicht sagen. Aber selten erreicht ist. So, das wird jetzt aber ein bisschen wild, ne? Also sorry, ganz kurz mal an alle, die jetzt vielleicht schon in gewisser, ich sag mal, Einschlaflaune sind. Jetzt erstmal weggucken, weil das wird jetzt durchaus organisatorisch, logistisch ein bisschen FSK 16, sagen wir mal. Noch nicht FSK 18, aber durchaus schon FSK 16. Das sind genau diese 2 Jahre, wo die FSK nochmal sagt, nee. Da muss schon nochmal eine Unterscheidung gemacht werden. Denn wir haben es jetzt hier zu tun mit, wir schauen nochmal rein, wie viel Kupfer wird hier überhaupt abgebaut? Wie viel Kupfer wird hier überhaupt abgebaut? Es sind 240. Und das mit Pure auch nochmal mit einem Faktor 1,5 multipliziert obendrauf. Das sind ja 360. So, und jetzt schauen wir natürlich nochmal nach. Wie läuft das mit der Kupferproduktion? Ja, Copper. 360. 30 pro Fabrik. 360. Durch 30 ist 12. Ich lasse mir das natürlich nochmal verifizieren. 12. Also brauchen wir
ganzen Haufen Blueprints. Zack. Warte mal, wir waren hier ungefähr auf der Ebene von dieser schwarzen Kachel. So. Das ist ungefähr so auf einer Linie. Ja, kein Problem. Das ist kein Problem. Und davon einfach nochmal so ein Oshido. Zack. Warum fliege ich so hoch? Warum fliege ich so hoch? So, zack. Nein, die sind falsch ausgerichtet. Nein. Oh Leute, das ist wieder Hörbuchalarm, glaube ich. Das wird jetzt ein bisschen monoton. Wollt ihr noch mal das Hörbuch hören? Wollt ihr noch mal das Hörbuch hören? Nein. Nein, wir wollen lieber gar nichts hören. Bitte nicht noch mal das Hörbuch. Bitte nicht das Hörbuch. Wollt ihr lieber das Hörbuch hören oder Hausaufgaben machen? Wir machen Hausaufgaben lieber. Schnell, komm, wir machen lieber Hausaufgaben. Oh, wir machen schon mal die nächste Aufgabe im Buch. Wirklich, wollt ihr nicht das Hörbuch hören? Fatih hat es jetzt aber extra kopiert. Nee. Doch. Oder doch. Da hattet ihr so viel Spaß beim letzten Mal. Doch, komm. Schau, wir machen das Hörbuch nochmal schön an. So, komm. Ihr mögt doch das Hörbuch so gern. So ein richtig, was schön richtig langes. Was schön aus Physik, oder wie? Der Lust auf was Physik? Schön Lust was auf Physik? Okay, das... Okay, das wird haarig. Nee, wir gehen lieber schon früher ins Bett. Ach was? Komm, wir hören noch mal ins Hörbuch rein. Ein Besoffraum nach Oleg Wladimirovich Besso, Displaystyle B-PQ. Ich glaube, ich bin schon müde. Nee, komm, wir hören das noch rein. B-R Einschaltungszeichen N ist ein Funktionenraum. Er dient wie der ähnlich definierte Lisorkin-Triebelraum zur Definition verallgemeinerter Funktionenräume, indem er in gewisser Weise Glattheitseigenschaften der Funktionen misst. Glattheitseigenschaften. Anschaulich wird das Spektrogramm in exponentiell größer werdende Abschnitte unterteilt, größere deren Abschnitte. Größe wow. Wiederum anhand deren Spektrogramme bestimmt wird. Inhaltsverzeichnis, eine Vorbereitung, 2 Definition, 3 Eigenschaften, 4 Einbettungen, 5 Quellen, Vorbereitung, es sei Element N in MathBB N. So existiert eine Zerlegung der 1, Element Teilmenge 0 Lemniskate, Displaystyle, Wafi unterstrich, I, unterstrich, I, in, MathBB, N, Subset C unterstrich, 0, Einschaltungszeichen, INFTY, MathBB, R, Einschaltungszeichen, N, über, MathBB, R. Einschaltungszeichen, N, mit den Eigenschaften Sub, 0, Teilmenge 2, 0, Displaystyle, Operatorname, Sub, Wafi unterstrich, 0, Subset B unterstrich, 2, 0, Sub, Teilmenge, Element, 2 minus 1, 2 plus 1, Displaystyle, Operatorname, Sub, Wafi unterstrich J Subset Chi in MathBB R Einschaltungszeichen N 2 Einschaltungszeichen
J minus 1, Leg, Left, Ski, Right, Leg 2 Einschaltungszeichen, J plus 1, für alle 1, Displaystyle J, GEQ 1. Ist gleich 1, 2 minus 1, Displaystyle, Wafi unterstrich, J, Ski, ist gleich, Wafi unterstrich, 1, Left, Frag, Ski, 2 Einschaltungszeichen, J minus 1, Breit. Sei, Mefkel, S, R Einschaltungszeichen N, der Schwarzraum. Für Element, Displaystyle F, in, Mefkel, S, MefBB, R, Einschaltungszeichen, N, definieren wir, ist gleich minus 1, Displaystyle, Wafi unterstrich, J, D unterstrich, X, F, ist gleich, Mefkel. F, Einschaltungszeichen, minus 1, Left, Wafi unterstrich, J, Ski, Mefkel, F, Left, F, Right, Right, für alle 0, Displaystyle J, GEQ 0. Wobei, Mefkel, F, und minus 1, Mefkel, F, Einschaltungszeichen, minus 1, die Fourier-Transformation bzw. deren Inverse bezeichne. Für Funktionenelement, Displaystyle F, in, Mefkel, S, MefBB, R, Einschaltungszeichen, N, aus dem Dualraum definieren wir, ist gleich. Displaystyle, Left, so Lange, Wafi, Unterstrich, kann man sein? J, D, Unterstrich, X, F, Xi, Right, Range, Unterstrich, Mefkel, S, MefBB, R, Einschaltungszeichen, N, Mefkel, S, MefBB, R, Einschaltungszeichen, N, ist gleich, Left, Lange, F, Wafi, Unterstrich, J, D unterstrich X C Right Range unterstrich Mefkel S MefBB R Einschaltungszeichen N Mefkel S MefBB R Einschaltungszeichen N für alle 0 Displaystyle J GEQ 0 und für alle Element Displaystyle C 16 Fabriken Mefkel S MefBB R Einschaltungszeichen N Nach dem Satz von Paley Wiener ist Displaystyle Wafi unterstrich J D unterstrich X F eine Lemniskate Displaystyle C Einschaltungszeichen INFTY MefBB R Einschaltungszeichen N Funktion Da ihre Fourier-Transformation einen kompakten Träger hat. Definition sei Element N in MefBB N, Element S in MefBB R und 1, Lemniskate 1, Leg P, Q, Leg INFTY. Dann definieren wir, ist gleich, Element. Kleiner als Lemniskate, Displaystyle B unterstrich PQ Einschaltungszeichen S MefBB R Einschaltungszeichen N ist gleich Left F in MefKel S MefBB R Einschaltungszeichen N Left Word F Right Word unterstrich B unterstrich PQ Einschaltungszeichen S MefBB, R, Einschaltungszeichen, N, kleiner als, INFTY, Right. Wobei, MefKel, S, R, Einschaltungszeichen, N, den Dualraum der Schwarzfunktionen bezeichne und, ist gleich. Na, wollt ihr es nochmal hören? Hm? Wollt ihr es nochmal hören? Ihr seid noch gar nicht eingeschlafen.
Ja, ich habe es leider den winzigen Fehler gemacht, einen Produktionsschritt zu vergessen. Aber das sind Details, die man schnell wieder regeln kann. Ich habe jetzt einfach ein bisschen improvisiert, ne? Da war jetzt, ihr habt jetzt so ein bisschen irgendwie Jazz gesehen. Das war jetzt so ein bisschen, ja, sag ich mal, Ingenieurs-Jazz, Engine-Jazz, das hier so ein bisschen gesprudelt hat. Für alle, die jetzt vielleicht da gar nicht so bewandert sind in dieser doch mittlerweile sehr, ja, unattraktiv gewordenen Kunstform des improvisierten Ingenieurstums. Das heißt, ich muss jetzt dieses ganze Kupfererz erstmal mühsam, nervig in Kupferbarren umarbeiten. Aber das geht ja zum Glück mit moderner Technik. Ist das also für unsere Firma gar kein Problem? Also wir arbeiten in der Kupferverarbeitung, vom Kupferabbau über die Kupferlogistik bis zur bis zum Kupfertransport mit einer Qualitätssicherung. In unserem innovativen Kupferqualitätscenter wird das Kupfer gewogen, sortiert und abgepackt. Von diesem Qualitätssicherungscenter kommt das abgepackte Kupfer zu unserem Logistikcenter, wo es in eine Verfrachtungsanlage übergeführt wird. Das Kupfer wird dafür entmagnetisiert, wofür wir einen Entmagnetisierungsexperten haben, dem wir das Kupfer dann über den Verkehrsweg bereitstellen. Das entmagnetisierte Kupfer ist nun in der Lage, verfrachtet zu werden, wodurch es auf LKWs verladen wird. Es gibt dabei eine gesetzmäßige Höchstbelastung von 200 Tonnen pro Lastwagen, was EU-weit nicht überschritten werden darf. Somit werden die Container mit entmagnetisiertem Kupfer nun verladen. Dafür geht das Kupfer in unser Verladezentrum, wo es in Empfang genommen wird von einem Qualitätssicherungsexperten, der dann nochmal überprüft, ob beim Vortransport das Kupfer beschädigt wurde oder ob es Zeichen eines Austauschs gibt. Es wird dann überprüft, ob das Kupfersiegel gebrochen wurde oder ob der Transport tatsächlich vollständig hermetisch abgeschlossen funktioniert hat. Wenn dies der Fall ist, kann das Kupfer letztlich in das Verladewerk eingeführt werden. Es wird dazu in einer Abladezone abgeliefert, wo es stückweise im Schichtbetrieb verladen wird. Dabei wird das abgepackte Kupfer in handlichen Palettensystemen Stück für Stück aufgestapelt und in die Einführungsanlage des Logistiksystems eingebracht. Wenn das ganze Kupfer in die Logistikverfrachtungszentrale eingebracht wurde, kann sie sachgerecht gelagert werden, bevor sie dann weiter verfrachtet wird. Dafür muss sie nochmal neu gewogen werden, da es beim Transport manchmal zu Gewichtsveränderungen kommt. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Es kann dabei zu einem Druckabfall im Transportmittel selbst kommen oder durch unterschiedliche EU-Richtlinien kann sich auch die Verpacklage ändern. Also dadurch, dass die Paletten unterschiedlich gewichtet beladen werden, kann sich hier beim Verladen der Ladung tatsächlich auch ein Gewichtsunverhältnis eingeschlichen haben, dadurch, dass teilweise
gewisse Paletten mit einer EU-geprüften Zulässigkeitsmaximallast von nicht mehr als 120 Kilo zugelassen werden. In diesem Fall müssen die verpackten Ladungen umgeladen werden auf Paletten, die gemäß der EU-Richtlinie eine Ladekapazität von bis zu 150 Kilogramm zulassen. Doch so muss bei jeder Ladung geprüft werden, ob eine solche Umlagerung auf eine andere Palette notwendig ist. Wenn dies der Fall ist, dann wird das Kupfer aus dem Entladewerk ausgeladen und in ein weiteres Umladewerk umgeladen. Dazu wird es aufgeladen auf einen dafür vorgesehenen Umlader, um dann tatsächlich auf den Transportlader aufgeladen zu werden, wodurch es auf den tatsächlichen Verfrachtungslager umgeladen werden kann. Dabei kann es wiederum dazu kommen, dass einige dieser Paletten durcheinander geraten, dass also manche 100 Kilo Ladungen und 150 Kilo Ladungen teilweise vermischt werden. Wenn das der Fall ist, dann muss die gesamte Lieferung entladen und wieder verladen werden. Dafür werden die Transporter übergeführt in ein Verladungswerk, wo letzten Endes die unterschiedlichen Paletten ausgeladen und neu aussortiert werden. Dabei muss jede Ladung einzeln in das Verladewerk eingebracht werden, wo ein Verladungsexperte feststellen kann, ob es zu einer Vermischung von 100 Kilo Paletten und 150 Kilo Paletten gekommen ist. Sollte dies der Fall sein, kann dann eine Ladeerlaubnis beim Lademeister eingeholt werden, dass diese schon verladenen Ladungen umgeladen werden, um letzten Endes Ladungsengpässe zu verhindern. Eine solche Ladung muss allerdings händisch überprüft werden. Ist das Kupfer jetzt auf sachgemäßen Paletten verlagert worden, kann es letztlich in ein Umlagerungswerk überführt werden, wo die Kupferpaletten letzten Endes sachgemäß alle aufgestapelt und für die Lagerung vorbereitet werden. Dazu muss die Kupferladung... Was ist das hier für eine Scheiße? Warum geht das wieder nicht rein, Mensch? Was ist das hier? Und ich bin schlau. Oh, passt auf. Hier, also jetzt haben wir hier beim Fließband eine klassische Querladung, dass also verschiedene Produkte unterschiedlicher Herkunftsländer auf einem Fließband gleichzeitig gelagert werden. In einem solchen Fall wird ein Verlagerungsexperte hinzugezogen, der dieses Problem lösen kann. Ja, guten Tag, mein Name ist Dieter Knopp, ich bin Verladungsexperte und ich kann Ihnen jetzt gleich mal hier demonstrieren, wie eine solche Querladung entladen werden kann. Es ist recht einfach, wir haben hier zwei Komponenten, wir haben einmal das Kupfererz und den Kupferbarren. Jetzt ist es natürlich das Problem, wie aus den Fließbändern jetzt das Kupfererz herausgeladen werden kann. Dafür gehen wir hier einfach an diesen Konstruktor und wählen jetzt ein Rezept, das Kupfererz als Zutat hat. Ja, da habe ich jetzt kurz gerade nicht nachgedacht und stellt sich raus, im Konstruktor gibt es gar kein Rezept, was das Kupfererz als Zutat hat. Da habe ich mich geirrt, da habe ich mich getäuscht. Ich kann dieses Problem so nicht lösen. Wenn der Verladungsexperte die Querladung nicht entladen kann, dann muss zu einem Entladungsexperten gegriffen werden, der händisch also die Ladung jetzt entladen muss. Ja, guten Tag, mein Name ist der Dieter, ich bin Entladungsexperte. Ich kann mit meinen dünnen Fingern in die Fließbandarbeit hereingehen, sodass ich händisch aus dem Fließband das zu entladende Ladungsmaterial herausführen kann. Das kann Wochen dauern oder wenige Sekunden.
Also in diesem konkreten Fall muss eigentlich das gesamte Fließband abgerissen werden. Die Querladung ist mittlerweile so weit in die Lagerei hineingeraten, dass eine Endlagerung quasi nicht mehr möglich ist. In dem Fall bleibt uns eigentlich nur noch eine Lösung übrig. Die komplette Fabrik muss abgerissen werden und neu aufgebaut werden. Wir sehen, dass diese Verzwickung sich schon so weit eingearbeitet hat, dass eine Entzwickung quasi nicht mehr zielführend sein kann. In dem Fall wird also ein Abrissexperte dazu gebeten, hier die Fabrik dann doch mal flächendeckend komplett abzureißen. Das ist in der Regel, kann das zwischen mehreren Wochen und wenigen Stunden dauern. Je nach Fabrikgröße muss hier nochmal das komplette Fließbandsystem abgerissen werden und dann kann es neu aufgebaut werden. Jetzt kommst du mit einem Coppersheet! Stopp! Wie kommt der mit dem Coppersheet? Die Stimme wird höher, die Stunden werden später. Die Stimme, die wird höher, der Puls, der schlägt schon schnell. Wenn ich die Uhrzeit sehe, Kupfer ist mein Leben. Mein Name... Rezept? Mann, ey, jetzt steckt hier überall dieses... Vermaledeite. Kupfer. Come on, ich habe 16 Jahre professionell Valorant gespielt. Ich muss doch hier mein Aim beweisen. Wie lange wird es dauern? Ey, ich glaube, wenn ich jetzt einfach sage, ich spiele jetzt einfach weiter hier, ohne Ende. Oh, jetzt ist da im Verteiler, ist da auch noch Erz mit drin. Videogames sind ein unter Jugendlichen immer beliebter werdender Zeitvertreib. Dabei können interessante Fantasien ausgelebt werden, wie zum Beispiel ein gnadenloser Massenmörder zu sein oder ein Gärtner. Manche Jugendliche haben auch Spaß daran, sich immer größer entwickelnde Fabriken zu bauen, bei denen sie sich in immer komplexeren Logistikschwierigkeiten verheddern. Wir haben einen dieser Jugendlichen befragt. Sein Name ist Florentin Will. Er arbeitet seit nunmehr 16 Jahren an einer Mega-Fabrik in dem Spiel Satisfactory. Herr Will, warum machen Sie das? Ich muss Kupfer bauen. Ich muss das Kupfer bauen. Das Kupfer denkt, das ist stärker als ich. Aber ich bin nicht stärker als ich. Ich bin stärker als das Kupfer. Ich werde jedes Stück Kupfererz finden und auslöschen, bis ich das letzte Stück Kupfererz gewonnen habe! Wir sehen, dass solche sogenannten Strategiespiele, Fabrikspiele, einen durchaus bedenkenswerten Effekt auf die Psyche von jungen Leuten haben können. Florentin W. hat seit 16 Stunden seine Wohnung nicht verlassen und baut immer und immer wieder dieselben Stücke Fließbänder auf und wieder ab. Seine Eltern haben dazu keine Meinung. Sie haben nicht verstanden, was ihr Sohn da macht. Ich mag nimmer! So, jetzt aber. Jetzt geht der Tier! Jetzt geht der Tier doch! Das habe ich jetzt schon fucking viermal abgerissen! Das kann nicht sein. Ich habe das wirklich schon achtmal genauso. Ich habe es genauso schon auf abgerissen.
Sie merken an der Stimmlage des Jugendlichen, dass er unter großem Stress steht. Ja, ich habe das ja alles schon 8-mal abgebaut. So, Freunde, jetzt ist hier aber alles in Ordnung. So, Freunde. Jetzt funktioniert das hier langsam. Brauche ich nur noch ein paar Merger. Moment mal, das ist jetzt 8. Achtung, Vorsicht, aufgepasst. 8 mal 30. Nee. Ah doch, 500. Ja, passt. Passt doch. Passt doch. So, Freunde, jetzt haben wir hier alles verbaut. Was? 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 Was ist das denn? Was ist das für ein Sack? Das habe ich noch nie gesehen. Copper Powder! Wo kommt das denn her? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was? Jetzt mal im Ernst. Was? Not enough space. I do not have enough space. Blimey. Barbara, I think we need some more space. Didn't we just buy some space yesterday? It looks like the space has already run out. We're all out of space. I thought we had some space left. Just this morning, I looked into the cupboard and I thought I saw some space left. That's what I thought. But it seems like all the space is gone. The space is gone? Oh no. Oh no. The space is gone. Well, what do? What can we do now? Well, I think I need to buy some more space. Oh, we could just drop off some of the old copper bar. The old copper bar? Uncle Richard! I thought you were sleeping. Well, how can I be sleeping if there's so much trouble going on here? Oh, I'm so bloody sorry. I didn't mean to wake you up. Well, now I am up. You do not throw away my good old copper. No, we didn't. Maybe we can put the copper somewhere else. Well, let me just build a new kind of transportation device that we can use to just push the copper away. I will just get my tools and start working again. But Richard, don't you think you're a little bit too old for this kind of project? No. I can build whatever I can think of. Well, he did indeed build this little cupboard. Last year, we still use that today. Well, I don't think that it could do any harm, so just let him build. Turn out, poor Uncle Richard came up
with the most ingenious and new way to transport copper bars. He called it the Copper Lift, and it is still in use today. All over London, Bristol, Brixton, Manchester, Liverpool, Cambridge, and Yorkshire. But not in Reading. So, jetzt aber hier. Dreimal Kupfer. Das ist doch eine gute Sache. Das ist doch eine gute Sache, oder nicht? So. Jetzt. Ich glaube. Ach komm, ich mach das hier noch fertig. Ursprünglich der Grund, mal für alle, die so ein bisschen Bock haben auf Behind-the-Scenes Rocket Beans Gossip. Ja? Jetzt wird hier wirklich mal hier die Schmutzwäsche gewaschen. Jetzt kommen hier mal die ganzen Geheimnisse. Ja, wie ist so ein Arno privat eigentlich? So, jetzt ist hier nach Mitternacht. Jetzt kann ich hier mal richtig vom Leder ziehen. Der ursprüngliche Grund, warum dieses Let's Play gestartet wurde mit Nils Bohmhoff und Nikola, ist nicht, dass wir uns so gut leiden können. Ha! Mitnichten. Mitnichten. Denn hinter den Kulissen kracht's da gewaltig. Aber gewaltig. Der einzige Grund, warum wir dieses Let's Play zusammen machen wollten, war eigentlich, weil wir gesagt haben, sonst zocken wir das den ganzen Tag und machen nichts anderes mehr. Das war der eigentliche Grund. Das war der eigentliche Grund. Und nicht von wegen, weil wir so viel Spaß haben oder so. Nein! Der Grund war, dass wenn wir hier alleine spielen, dass wir dann den ganzen Tag spielen und nichts anderes mehr machen. So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. So, jetzt brauchen wir hier eine gewisse Steigung mal. Eins, zwei. Oh, warte mal. Oh, jetzt wird's hässlich. Oh, jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's hässlich, hektisch. Nee. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Und zwar kommt das hier nach unten und geht jetzt hier nach so vielleicht. Weil da kommt ja noch einiges darunter. Es ist so erfüllend. Es erfüllt mich mit einem Sinn von gebraucht werden. Die brauchen mich. Die brauchen mich. Ohne mich wären die nichts. Und das macht mich glücklich. So. Jetzt kommt als nächstes. Hatten wir nicht hier noch irgendwo Kohle rumliegen eigentlich? Ah, hier war's. Hier, wusste ich doch. Ah ja. Oh, das ist aber ja hier genial konstruiert, oder? Wow. 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 My eyes are blue. And the sky is also blue. Wow. Wow. This is a machine that can make copper bar to copper wire. Wow. Ich kann euch jetzt schon versprechen, diese Imitation wird nicht besser. Das ist wirklich, das ist das Maximum. Es wird nicht besser. Wow. Wow. Es ist...
glaube ich, das Nächste, was ein Mensch an der Katze jemals dran war. So dieses... Es ist eigentlich die menschgewordene Katze. Ist so ganz nah an so einem... Okay, was? Wie würde eine Katze reagieren, wenn irgendwas Unglaubliches passiert? Ja, das ist eine Mischung aus... Okay, Achtung. Hier ist meine Imitation, okay? Owen Wilson als Katze sieht eine Maus. Wow. Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön, setzt euch, danke, vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank. Eins, zwei, drei, vier. Ist eine logistische 1, 3, 4. Es ist eine logistische Katastrophe. So, jetzt wird's wild. Und ich sage das jetzt hier nicht irgendwie einfach mal so. Achtung, jetzt wird. Okay, Achtung. Oh, warum sind diese Linien, warum hören die irgendwann auf? Warum muss alles, was schön ist im Leben, eines Tages aufhören? Flames to dust. Lovers to friends. Why do all good things come to... Nelly, du bist zu emotional. Nelly, du musst... Aber es ist so ein emotionaler Song für mich. Ja, aber... Ich meine, für die CD, das muss alles ein bisschen... Ich probier's nochmal. Flames to dust. Lovers to friends. Why do... Nelly. Da, Nelly, es ist einfach... Es ist zu viel. Ach nö, komm mal. Ach schade. Es ist... Oh, es ist so schade. Es ist so schade. Hör ich mir jetzt an, haha. Ist ein geiles Lied. Ist ein geiles. Gibt's ein Creative Commons Cover, das wir uns hier ankönnen hören gemeinsam? Flames to dust. Lovers to friends. Why do all. Könnt ihr das schneiden? Kann man schneiden, oder? Fürs Best-of kann man das schneiden. Why do all. Nee, wenn man es so forciert, dann geht's nicht. Why do all good things come to an end? Ja, aber nicht Milch. Was? Sorry, nicht Milch. Milch wird ja besser, ne? Wie meinst du? Ja, Milch wird besser. Du bist ja eigentlich eher für die Tonmischung da, ne? Aber ich meine nur, also... Also manche Sachen werden mit der Zeit auch besser. Ich wollte einfach nur mal... Sie hat den Song jetzt geschrieben, wir machen das jetzt so und dann ist auch gut. Mein Gott, was sind das denn für Höhenverhältnisse? Was sind das für Höhenverhältnisse? Ich kann auch einen Song schreiben, so schwer ist das nicht. Hier ist mein Song. Pass mal auf, Nelly Furtado. Es gibt Dinge, die sind groß. Und andere Dinge, die sind klein. Doch mit der Zeit findest du heraus, dass manche große Dinge auch mal klein sind.
Und an einem anderen Tag, da scheint es so, als ob die kleinsten Dinge auch ganz groß sind. Denn wer Kleines denkt, kann Großes nie erreichen. Und wer sich groß fühlt, der kann ja nicht mehr wachsen. Drum sag ich dir, Größe ist nur ein Wort. Nur ein Wort, ein Wort, nur ein Wort, nur ein Wort, nur ein Wort, nur ein Wort. Okay, der zweite Teil ist ganz gut, aber irgendwie... Mir erinnert mich das an was. Aber das ist so ein bisschen eine Berufskrankheit als Musikproduzent, ne? Man hat immer so die Angst, ah, ist das nicht schon ein Hit irgendwo, ne? Da kam letztens hier diese, wie heißt sie noch? Adele kam zu mir und meinte so, Mr. Producer, okay, das machen wir nochmal komplett von vorne. Okay, wie klingt Adele nochmal? Wie klingt Adele als Katze? Miau. It's me. 4 Uhr morgens, wenn die Katze raus will. Miau. It's me. Warte mal, wo ist hier Quarz? Frauenrechtlerin, die raucht. Alice Quarzer. So, haben wir das jetzt auch. Ist Nils noch wach? Ist Nils noch im Chat? Nein. Verdammt. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Quarz. Kam hier Adele rein? Ich meine, sie hat einen neuen Song. Ja, und ich als Musikproduzent bin natürlich erstmal skeptisch, weil ich mir denke, es gibt gar keine neue Musik. Oder alles schon mal gemacht. Aber, ne? Kennt sie ja, ne? Lässt mal erstmal reden. Ja, klar, Adele, hier, komm. Setz dich hin. Erzähl mir von deinem neuen Song. Vielleicht ist es ja wirklich ein neuer Song. Meistens kommt sie rein und sagt dann sowas wie hier so... Hier, ich hab einen neuen Song, dieses... Na, 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 na. Und ich lasse mich dann auch mitreißen. Ich stehe dann auch manchmal auf und wir tanzen gemeinsam. Na, 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 na. Und sie zeigt mir die Partitur und wirklich C-Moll und so alles. Und dann, ja klar, Plattenvertrag, dann machen wir Cover und so für den Song. Und dann, 2 Wochen später, ruft mein Assistent mich an und sagt, sag mal, seid ihr komplett bescheuert? Den Song gibt's schon. Das ist GarageBand Loop 8. Und ich sag, ach nein, jetzt muss ich Adele anrufen. Und ihr sagen, dass es den Song schon gibt. Und dann rufe ich Adele an. Und sie nimmt das Telefon ab und sagt, hallo? Ja, Adele, hi, du, pass auf. Stellt sich raus, dieser Song, wo wir so viel Spaß hatten. Ja, ich erinnere mich. Mensch, hatten wir Spaß. Mensch, hatten wir viel Spaß. Dieser na, 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 na. Das hat so einen richtigen, das hat so einen richtigen Drive, ne? Den Song. Oh! Wow! Ballisto, oder was? Ballisto, das ballistische Spucktier. Ballisto erforscht. Wer ist der Mörder? Woher soll ich das wissen? Sie haben doch die Waffe analysiert. Ich bin Ballisto-Experte, nicht Ballistik-Experte. Och Gott. Passiert jetzt auch schon das dritte Mal diese Woche. So finden wir den nie. Den Igelmörder. So. Quarz. Wie viel haben wir jetzt hier? 480! Wow. Wow. Wow.
480 und wir brauchen 405. Ja, mein Lieber, dann gehst du aber mal wieder direkt in Rente, mein Kollege, du. Nee, da machst du dir mal schön früh einen Feierabend, du. Da kannst du jetzt mal schön nach Hause gehen, du. Das ist doch in Ordnung, das ist doch kein Problem. Ja, und dann ruft die Adele mich an. Und dann sag ich, du Adele, Schätzchen, du. Das ist doch kein Problem, du kannst mich auch immer anrufen. Hast du einen neuen Song geschrieben? Und die sagt so, ja, du, ich hab jetzt hier einen neuen Song, kann ich dir den mal vorspielen? Und dann sag ich, du, pass auf, du, das ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Weil wenn du mir das vorspielst, dann kann ich dir nicht garantieren, dass ich das nicht selber in einen meiner Songs einbaue. Weil du kennst mich, ich bin ein Künstler aus dem Bauch heraus. Das habe ich dir aber auch gesagt. So, und wenn du jetzt hier kommst mit einem neuen Song und dann geht der mir in Mark und Bein über, dann kann ich nicht garantieren, dass ich den nicht in einer, ja, sogenannten Jam-Session, ja, improvisiert einbaue. Und dann sagt Adele so, ja, nee, du, das ist schon in Ordnung, du, ich brauche deine Meinung. Und dann sage ich, ja komm, dann erzähl mal, du. Also du hast jetzt hier einen neuen Song oder was? Du hast den jetzt hier geschrieben? Und dann sagt er, ja. Hier, letzte Woche, da kam mir der beim Auto vor. Und dann dachte ich mir, Mann, diese Regale, wann lerne ich's? Wann? Sag mir den Termin und die Uhrzeit, an der ich lerne, dass ich Fließbänder am besten direkt im Regalsystem baue. Sag mir jetzt das Datum und ich stelle mir den Wege. Was ist das denn hier für eine Kohlekarambolage, do? Das geht doch hier nämlich direkt ein Ding zu. Wie, was? Can't afford? Was ist das denn hier? Oh, nee, kein Aluminium. Ach, nö. Ach, nee. Nee, das macht mich jetzt tatsächlich ein bisschen ahrlich. Das macht mich ahrlich. Und dann sagt die Adele, komm, lass mich dir den Song einfach mal vorsingen, du. Dann sag ich, du, Adele, du, das ist jetzt hier mit der Funkverbindung. Ist das jetzt ganz schlecht? Dann sagt die, nee, nee. Und dann sagt die, ja gut, sehe ich dir vor. Dann sagt die, pass auf, ich fange jetzt an. Warum bin ich so ahrlich? So ahrlich? So ahrlich? Warum bin ich so ahrlich? So ahrlich war ich nie, so mit ihrer richtigen herben Stimme, ne? Und dann sag ich, du, Adele, das ist doch kein Lied. Das ist doch hier der Judofus. Das ist doch mein guter Freund Judofus. Judokus. Und dann sagt die Adele, ach nee, jetzt auch, ja, du hast recht. Ist es mir schon wieder passiert, dass ich einen Song gehört habe und dachte, das wäre meiner. Ach ja. Und das macht mich richtig ahrlich, doch. Das ahlt mich so richtig an, doch. Wenn das wieder, weil man, ich arbeite ja jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten in der Musikindustrie. So. Und dann hast du ja immer Musik im Kopf, so verschiedene Sachen, nicht? Und dann weißt du oft gar nicht, ob du jetzt, sag ich mal, das selber erfunden hast oder ob das von irgendwo herkommt, nicht? Und oft ist es so, da irgendwann einspielt, so sitze ich da am Piano, ja, am Flügel, spiele da irgendwann ein, irgendwie so einen Kaffee-Werbespot oder was. Und dann klimper ich da so rum und dann denke ich mir so, Mensch, das klingt aber nicht schlecht, oh. Das ist eine schöne Melodie. Und dann denke ich mir, ja, nicht schlecht, so, das nehme ich mal auf, so. Dann hole ich schnell das Handy raus, nehme das auf. Und dann am nächsten Tag gehe ich so, Werner, Werner, pass auf, du, ich habe da gestern mal so hier so Lirum Larum mal so ein bisschen rumgeklimpert, ne? Und kannst du dir das mal anhören? Und dann sagt Werner, ja, sicher, klar, kannst du, aber immer ein offenes Ohr für dich. Und dann spiele ich dem das vor und dann sagt er,
hey, der Mieter ist an. Ich, also sitze ich da, müsst ihr euch vorstellen, so sitze ich da so 3 Uhr nachts in einem Studio am Klavier und dann spiele ich da so weit ein, ne? Und dann spiele ich düm, 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 düm. Und dann sagt er, Werner, du, das ist Fort Minor. Dann sag ich, das ist, was ist das? Das ist Fort Minor. Wie, nee, das ist Minor. Nee, Fort Minor. Das ist doch nicht Fort Deiner. Och, Mensch, Werner, das ist Fort Minor. Och, was ist das hier, Bergbau? Nein, doch nicht keine Minor. Das ist, ach Gott, das ist doch diese Band hier um den alten Fatzke da. Hier um, mit dem, der aus dem Wutan-Clan, du. Och, nee, Werner. Das ist auch jetzt wieder alles, ach, und dann hab ich wieder, und dann, naja, ich sag mal so, man träumt ja, ne, also natürlich, man sagt immer, also im so die Erwartungshaltung ist immer so ein bisschen, ne, dass so ein alter Hase, nicht, der da so im Tonstudio vor sich hin klimpert, dass der so ein bisschen abgeschlossen hat, dass dem so ein bisschen, ja, der Zauberstaub aus den Augen abhanden gekommen ist. Aber bei mir ist das ja gar nicht so, ne, also ich rechne immer noch mit dem Durchbruch. Und ich schäme mich da auch nicht dafür. Ja, bei vielen ist das ja so, gerade bei den älteren Kollegen, nicht? Die schauen da manchmal so ein bisschen mit Spott, wenn da jemand sagt, na, ich habe jetzt hier nochmal ein Album aufgenommen. Der alte Heinrich, hier von wegen jetzt hier nochmal mit irgendwie über 70, kommt jetzt nochmal die große Karriere. Aber ich sag, nee. So, nee, du darfst nicht aufhören zu träumen. Weil solange du träumen kannst, dann lebt der Traum, ne? Und hier, zum Beispiel, hier, Beethoven. Ja, Beethoven. Der war taub, so. Der hat nichts gehört. Und hat trotzdem hier seine, Geigerei da gemacht. So. Und dann sag ich, so, ich höre ja was. Hab ich ja den Beethoven schon mal voraus. Ja. Und da bin ich mal so, dass ich einen Vorsprung bekommen. Ja, also, ne? Klar, das war ein guter Musiker, ja, keine Frage. Aber das habe ich ihm voraus. So, oder jetzt hier zum Beispiel, hier, der Mozart. So, der war nicht schlecht. Aber der hatte kein Garageband. Ich schon. So, was ist jetzt das Verhältnis, ja? Ja, 100 Genie ohne Garageband gegen Werner. Mit GarageBand, das ist ja vorinstalliert, nicht? Also ich habe mir dann den Laptop geholt. Da hat mir ja meine Nichte, bin ich ja einkaufen gewesen mit meiner Nichte, so. Und da habe ich gesagt, ich brauche den Kram nicht. Ich bin Musiker, so. Ich bin Musiker, Fleisch und Blut. Das kannst du nicht ersetzen, so mit irgendeiner Technik. Dann sagt die, nee, das ist jetzt hier ein neues Gerät und so, neues Jahrhundert und das ist genau das Richtige für dich und so. Ich habe ja früher auch schon immer bei der Marine, dann auch immer schon so, war ich ja hier Funk und so und dann sagt die, ja, das ist doch genau dein Ding, so Technik und so. Naja, mein Jahr, oder schau ich mir das mal an. So. Und dann holt die mir da so, holen wir uns das in diesen Laptop, ja, hier so ein Apfelgerät. Hier so, nicht? Hier mit dem Apfel drauf. Wie gesagt, ja, was ist das hier, ein Obstschneidebrett oder was? Dann sagt die, nein, das ist hier von Kalifornien und so. Und dann sage ich, ja, meine Güte, ich war ja noch nie. So, und dann sagt die, nee, das ist richtig gut. Kommt ja aus Baden-Württemberg, wohnt hier mittlerweile. Und dann sagt die, nee, das ist ja genau das Richtige für dich, da kannst du nochmal so richtig Musik machen. So. Ja, mein Gott, ja, mach ich da. Das ist ja genau wie diese Fußmassage, die mir da angeschwatzt hat und so. Ja, da sage ich danke, danke, ja, so. Und dann, wenn die zur Tür raus ist, du, dann stecke ich das wieder ab. Kann ja gleich sagen. Mein Gott, ja, wenn es die glücklich machen, dann mache ich das. Dann sitze ich zu Hause, hab da dieses Gerät, ja, diese Apfelklemme hier. So. Und dann denke ich mir, guck's da mal an, ne? Guck's mal an, so, und dann habe ich da angeguckt, hier, kein Strom, habe ich das erstmal gemacht hier mit Strom und so, und dann am Ende habe ich dann da so ein bisschen rumgeklickt, so, und dann Musik und so gesucht, und dann habe ich hier GarageBand aufgemacht, das ist ja vorinstalliert, nicht? Das ist ja da drauf, das kriegst du ja quasi oben drauf, ja, das kriegst du ja wie beim alten William Fischmarkt,
kriegst du ja nochmal so eine alte Krabbenlende. Kriegst du ja da mal oben drauf. So, ich gehe da immer hin hier für schön für meine Makrelennasen. Und dann sagt er immer am Ende, hier schmeiß ich dir noch eine Korallenlende oben drauf. So, oh, nehme ich, ja. Ich esse das Ding nicht, ich gebe das dem Hund. Aber der freut sich. Hey. So, und jetzt habe ich hier dieses Apfelbrett hier mit dem vorinstallierten Ding da drauf, Musikanlage. Und dann habe ich hier schön hier die Garageband. Ja. Und dann mache ich das an und denke mir, was ist das hier? Was soll ich damit machen? Drücke ich da drauf, ja, auf einen von diesen Knöpfen da, so. Und dann geht das los mit Musik, ne, so. Und dann denke ich mir, das ist doch was. Da kann man doch was draus machen, nicht? Das ist doch, das hat doch hier so einen gewissen Rhythmus. So Geige, ne, so Streiche. So. Und dann denke ich mir, das ist doch was. Und dann setze ich mich mal hin, denke ich mir, mein Gott, dann nimmst du doch jetzt mal den Nachmittag. Warum denn nicht? Ich bin in Rente. Und dann denke ich mir, ja, was fällt dir ein so? Ich komme ja ursprünglich eigentlich aus dem Jam, ne? So schön aus der improvisierten Musik, sage ich mal so. Und dann sitze ich mal dahin mit meinem Flügel. Und dann denke ich mir, ja, gut. Ja, was passt da dazu? So, zu der Musik, so. Und dann überlegt man halt so ein bisschen, ne? Und dann, ja, spielt man da so ein bisschen rum. Und dann kommt man da auf so eine Melodie, ne? So, und nee, das ist doch was, oder nicht? Das hat auch so einen gewissen Reiz, nicht? So, mache ich das am selben Abend, wo ich das mache. Am selben Abend kriege ich einen Anruf. Hey, was ist denn jetzt los? So, kriege ich einen Anruf. Wer ist auf der anderen Seite? Hallo? Adele. So, nehme ich, was machst du denn? Adele. So, und dann sagt Adele, sagt, du, pass auf, du. Ich habe einen neuen Song geschrieben. Und ich dachte mir, oh Gott, nee. Was ist denn jetzt schon wieder so? Was ist jetzt wieder? Die ganzen Grammys so. Und dann sage ich, ja gut, du, wie der Zufall es so will manchmal im Leben, schreibe ich auch gerade an einem Song. So, und dann sage ich mal, du jetzt mal nur so unter Kollegen, was ist denn der Song? Und dann legt die Adele los und sagt so, ja, pass auf, hier ist mein Song. Nee, 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 nee. Ich sage, Adele, pass auf, du, hör auf. Das ist genau der gleiche Song, an dem ich auch gerade schreibe. So, und was machst du dann? Ja, also, wem gehört dann, also, ne, weil ich hatte ja den schon, bevor sie angerufen hat. Glaubt die mir natürlich nicht. Da sagt die, ja, du alter Zapfhahn, du erzählst wieder deine alten Geschichten, du. So. Ja, so. Und dann ist das natürlich auch schwierig, das dann ja, sag ich mal, juristisch festzuzurren. Deswegen sag ich, wenn die anruft, nehmt nicht ab. Nehmt nicht ab. Weil das ist das Problem mit Musikern. Dass wenn du mal so eine Melodie im Kopf hast, dann beeinflusst die alles, was du danach schreibst. Deswegen sag ich immer, wenn dann so junge, so Steppke zu mir kommen und sagen, hier, was soll ich machen? Ich will auch Musiker werden, so wie du. Dann sag ich, pass auf, du machst jetzt erstmal Folgendes. Du nimmst alle deine CDs, schmeißt die erstmal schön in die Mülltonne. Ja, du nimmst deinen Kassettenspieler und klopfst den schön mit dem Hammer kaputt. So. Und dann, die Augen werden erstmal groß. Und dann sagt er wieder, was ist das jetzt hier? Will der alte Hahn mir wieder irgendwas vom Gockel erzählen? So. Nee, sag ich, nee, meine ich ernst. Du schmeißt deine CD weg, deine alten Schallplatten, deine alten Lochkarten, die schmeißt du alle raus, weil du musst ja deinen eigenen Weg gehen. Dann sag ich dann immer, du musst deinen eigenen Weg gehen. Und, dann sage ich ihr, dann mach mal hier Musik. So, du musst das, das ist ja auch eine Motivation. Stell dir mal so früher so vor, so ein Gaukler, ne? So ein Gaukler im Mittelalter. Der kann ja keine Musik hören. So, alle Musik, die der hört, muss er selber machen. Und das ist ja auch eine gute Motivation. Ja? Musiker mögen ja Musik. Aber wenn die immer faul sind und sich die Musik von anderen Leuten anhören können, dann machen die selber nichts mehr. So, und das ist eigentlich das Gute, dass du dann sagst, nee,
Du musst dir das selber erschließen. So. Und dann sagt er, gut, pass auf, ich schmeiß alle meine CDs weg. Und der hat auch so einen Klappapfel, oder? Und dann sagt er, hier, hab alle Programme gelöscht, ja, hier Spotify und so. Hat er alles gelöscht, alle Musik weg. Und da habe ich gesagt, ja, wunderbar. So, und jetzt in einem Monat kommst du wieder und zeigst mir, was du hast. So, zeig mir, welche Musik du so gemacht hast in der Zeit. Was du so gehört hast. So. Ja, dann nach einem Monat treffe ich den. Und sage ich, Mensch, wie geht's dir so? Und der sagt, Mensch, das war die kreativste Zeit meines Lebens. Einfach, weil ich sozusagen zur Kreativität gezwungen war. Das ist ja auch, der Mensch ist ja Gewohnheitstier. Das ist ja nicht anders, als jetzt, wenn du irgendeinen anderen Beruf, wenn du Gewichtsheber bist oder so. Ja, wenn du die Sachen hochheben musst, dann machst du das ja auch. So. Und dann sagt er, du, das war der beste Tipp, den ich in meinem Leben je bekommen habe. Alle CDs weggeworfen, alle weggeschmissen. Und dann sage ich, ja super, dann zeig mir, was du hast. Zeig mir, welche Musik du hast, was du so komponiert hast in der Zeit. Und dann sagt er, ja. Und dann holt er seine Gitarre aus dem Kofferraum. Und da habe ich gesehen, dass er im Auto, hat er sein komplette Autoradio rausgekloppt. Der hat nichts mehr drin gehabt. Und da dachte ich mir, meine Güte. So, und dann sage ich so, ja, dann spiel mal, was du da vorbereitet hast. Und dann holt er die Gitarre raus und fängt an zu singen. Ja, und dann singt er. Nee, 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 nee. Ich sage, hör auf, du. Das ist das schönste Lied, das ich je gehört habe. Aber das hat Adele schon geschrieben. Und vor Adele hat das Fort Minor schon geschrieben. Er sagt, was hat der Fort Minor? Ja, sicher. Und dann sagt er, wie? Ja, Fort Minor. So. Ja, und was ich damit sagen will, ist, das ist natürlich auch gefährlich. Ja, da gibt es ja auch so immer das Argument, ja, der hat jetzt das Lied als erstes entdeckt, aber das wäre auch so gefunden worden. Weiß ich nicht. Aber manche Lieder, glaube ich, sind so einfach im Menschen drin. Nicht? So, Freunde. Ich glaube, wir sind am Ziel angekommen. Im Ernst. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben alles. Quarz. Kopper. So, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Hier, wir haben 3 Wire, 4 Quick Wire. Ah nee, Kohle fehlt noch. Oder? Nee, warte mal, hier ist doch Kohle, oder nicht? Doch, hier ist Kohle. Tatsächlich. Schaut euch das an! Das ist Ressourcenreichtum. Das ist Ressourcenreichtum. Geil. So. Der ganze Kram muss jetzt noch zur anderen Fabrik natürlich. So, und dazu würde ich jetzt gerne einen Blueprint bauen, beziehungsweise... Ah, das ist kein guter Blueprint. Kann ich denn dieses Blueprint-Gerät hier hinlegen?
Modular Frame. Nichts, was wir nicht in unserem transportablen Logistiksystem haben würden. Modular Frame. It's the Modular Frame. Ah, 5. Alter, ich bin so fucking gut vorbereitet. Encroaching Others Clearance. So. So, wie sieht das Ding jetzt aus? Wie viele brauchen wir wirklich? 1, 2, 3. Lass uns 4 sagen. Nein, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ebenen. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist eine hohe Treppe. Clear. So. Und die bauen wir jetzt. So, das heißt, die Idee ist jetzt, wir nehmen jetzt immer das Fließband, schauen, wie weit wir damit kommen. Gott, das wird fucking viel Arbeit. Hohoi! Wer hat Lust auf Hörbuch? Ja! Will mal einer von euch ein Hörbuch vorschlagen? Bitte alles, alles nur nicht das Hörbuch. Gottes Willen ist das furchtbar. Gottes Willen ist das schrecklich. Das ist jetzt wirklich mein Leben, ne? Das ist jetzt mein Leben. Hörbuch von Christina Stürmer, gute Idee. Och nee, ich will nicht mehr sein, glaube ich. Ja, sonst so? Also was geht bei euch so? Habt ihr... Seid ihr gut durch das Oscar-Wochenende gekommen? Boah, da ist ja einiges passiert, ne? Da war ja wieder was los in Hollywood. Da haben die sich aber auch nichts... Also die haben... Ne, also die haben gar nichts... Also die haben sich kaum was... Die haben sich kaum was hinter die Latten. Also die haben kaum... Also die haben wirklich dem Frosch die Locken von den Latten runterge... Also die haben die Lappen des Lattenfroschs haben die dem richtig durch den, also durch die, also quasi ungefiltert haben die dem wirklich dem Kaffee eingeschenkt. Also das war, oder? Das war wirklich, also wirklich, die haben dem, boah, also wenn die den, also wenn die erlebt. Ey, wer hat Bock auf Filmfights am Freitag? Ich? hallo? Wo muss ich unterschreiben? Ein Quatsch, war nur ein Witz. Ihr müsst nicht unterschreiben. War gar nicht ernst gemeint. Sorry. Ihr könnt die Sendung einfach so... Nee. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie ein Abonnement oder so... Ihr könnt einfach am Freitag Filmfights schauen. Sorry, dass ich jetzt irgendwie...
Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie... What? Filmfights Plus oder so. Nee, sorry, das habt jetzt... Ach Gott, jetzt kaufen die alle Filmfights Plus. Nein, das gibt's gar nicht. Das ist kein Produkt. Nein, ihr müsst nicht jetzt... Nein, 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 nein. Bitte geht nicht auf filmfights.de und gebt da eure Kreditkartennummer ein. Leute, bitte. Nein, ihr könnt einfach ganz normal... Das ist ein ganz normal Rocky Beans Sendung. Leute, stopp. Nein, 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 nein. Stopp, Leute. What? Leute, ihr könnt doch nicht... Das ist doch viel zu viel Geld. Nein, ihr müsst nichts. Das ist eine kostenlose Sendung. Leute, ihr müsst doch nicht... Was? 80 Euro im Monat? Leute, bitte. Das ist doch Quatsch. Das Geld... Das geht an niemanden. Wir wissen nicht, wohin das Geld geht. Wir wissen nicht, wem filmfights.de gehört. Leute, hört auf. 10.000 Euro Spende. Nein. Ihr könnt doch... Leute, bitte. Ihr könnt doch einfach so... Ihr könnt doch einfach die Sendung anschauen. Ach, was habe ich getan? Ach, was habe ich getan? Oh nein. Ach, was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Die armen Leute, die armen Filmfights-Fans. Ich gebe ihr ganzes letztes Geld aus. Das müsst ihr gar nicht. Das müsst ihr gar nicht machen. Es ist einfach eine normale Sendung. Wir wollten einfach nur ein bisschen locker über Filme diskutieren, weil wir lieben Filme, wir lieben Kino. Wir wollten doch nicht, dass ihr jetzt euer ganzes, wirklich euren letzten Notgroschen wirklich an diese verdammten Betrüger von filmfights.de. Wir wissen nicht, wer das ist. Das wollte ich wirklich nicht. Das tut mir leid. Ich habe noch keinen Pitch. Ich habe noch keinen Pitch, sage ich mal ganz ehrlich. Ich lasse jetzt mal wirklich... Nee, ich ziehe jetzt mal wirklich den Vorhang, den Lügenvorhang von Rocket Beans TV, ziehe ich jetzt wirklich mal zur Seite. Ja, der Lügenvorhang wird gelupft. Er wird jetzt gelupft. Lupfung in 3, 2, 1, lupft. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich hab noch keinen Pitch für Freitag. So. Okay. Ihr sagt, ihr wollt die Wahrheit. Jetzt habt ihr die Wahrheit. Jetzt müsst ihr mit der Wahrheit leben. Ja, fühlt sich nicht so gut an, oder? Fühlt sich nicht so gut an. Ist kein schönes Gefühl. Ja. Das könnt ihr jetzt nicht mehr rückgängig machen. Jetzt wisst ihr's. Das ist immer so. Alle wollen die Wahrheit, bis sie die Wahrheit dann haben. Dann wollen sie immer ganz schnell wieder alles vergessen haben. Und jetzt? Könnt ihr jetzt am Freitag noch entspannt Filmfights schauen? Wenn ihr wisst, dass ich 2 Tage davor noch kein Pitch habe? Viel Spaß. Viel Spaß mit der Sendung. Viel Spaß mit der Sendung, jetzt noch mit den witzigen Kommentaren von Eddie, den tollen Filmanalysen von Schröck und hier und da, oh, mal ein zotiger Witz von Tino Hahn. Wow, das traut er sich zu sagen. Wow, verrückt. Ja, viel Spaß. Viel Spaß jetzt damit. Will ich mal sehen, ob ihr am Freitag noch lachen könnt. Ihr werdet das nicht vergessen können. Egal, was passiert. Ah, Schröck gibt Eddie den Punkt. Wow, ihr wollt euch freuen, aber ganz tief da drin. Ganz tief da drin, wisst ihr. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt die Wahrheit. Ihr wisst, dass ich 2 Tage vor der Sendung noch komplett blank war. Jetzt habt ihr 80 Euro im Monat gezahlt. 80 Euro im Monat für eine kostenlose Sendung. Konntet sie noch nicht mehr genießen. Weil ihr immer eure Fragen stellen müsstet, ja? Immer eure miesen kleinen Fragen. Florentin, hast du schon einen Pitch? Na, hast du dich schon vorbereitet? Bist du schon bereit für die Sendung? Ja. Jetzt habt ihr auch mal eine Antwort bekommen. Und was für eine Antwort ihr bekommen habt. Seid ihr zufrieden? Na, seid ihr zufrieden? Ist das, was ihr wolltet? Habt ihr vielleicht nicht eine Idee für einen Film? Eine Idee für einen Film? Cooler Film, den es noch nicht gibt oder schon gibt oder leicht anders ist oder den es schon gibt, aber den niemand kennt und man deswegen ihn als seine eigene Idee pitchen kann?
sprechender Frosch oder ein... Keine Ahnung. Tagesrelevanten Botschaft. So ein Ferkel des... Keine Ahnung. Im Boden gräbt. Trüffelschwein. Muss im Boden graben nach Trüffeln und findet den ersten Entwurf des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. So, das ist die Prämisse des Films. Und natürlich lässt sich das Schwein erstmal nichts anmerken. Sondern es spielt weiter diese Charade mit, sucht weiterartig Trüffel für sein Herrchen, aber steckt sich den ersten Entwurf des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, steckt sich's ein, in seine Trüffeltasche. Und dann am Abend, wenn das Herrchen im beheizten, gut gelüfteten und warmen Haus schlafen darf und das Trüffelschwein, das all das finanziert hat, wieder draußen alleine in seinem kleinen, nassen, klammen Stall schlafen muss und reinschaut zu den lachenden, zu den wackelnden, dicken, vollgefressenen Leibern der Herren, sich reinschaut, wie sie sich den Bauch vollschlagen, wie sie sich reiben an ihrer Zentralheizung. Da packt das Schwein nochmal dieses Artefakt aus, was es heute gefunden hat. Und das ist tatsächlich, es ist der erste Entwurf des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Man packt das Schwein nochmal einen alten Kerzenstummel aus. Er leuchtet ihn, aber so, dass es die Herrchen nicht sehen dürfen, denn sie wissen ganz genau, das Schwein darf eigentlich um die Uhrzeit nicht mehr wach bleiben. Und das Schwein fängt an zu lesen. Erster Entwurf. Ludwig Erhard. Das, Moment mal, das ist ja... Oh! Das ist ja... Moment mal. Der erste Bundeskanzler. Das ist ja seine Handschrift. Was steht da? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, 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 das kennt man so, natürlich. Paragraph 2... Schweine haben die gleichen Rechte wie Menschen? Was? Das war der erste Entwurf des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschlands? Das ist ja unerhört! Wohin damit? Soll das also heißen, dass das arme kleine Trüffelschwein das gleiche Recht hat, mit den Menschen im warmen Haus zu leben? Und nicht hier draußen alleine in Sklaverei leben muss und den ganzen Tag für die Menschen Trüffel suchen muss? Das ist ja... Dieses Dokument, es könnte den Lauf der Welt verändern. Ludwig Erhard, er wollte damals schon die Gleichschaltung, die Gleichsetzung der Schweine und Menschen. Aber irgendwas muss ihn aufgehalten haben. Was kam dazwischen? Wer wollte verhindern, dass Schweine und Menschen die gleichen Rechte haben? Ende Teil 1. Ende Teil 1. Den Film gibt's schon, erst damals gefloppt. ja. Das hätte niemand ahnen können. Das hätte niemand ahnen können. Der absolut lang erwartete Film Die Würde des Schweins ist unantastbar startete tatsächlich überraschend, enttäuschend in den deutschen Kinos. Grund dafür war ein Stau auf der A8. Tja, so läuft's manchmal, ne? Da schreibt man sich wirklich sein Herz aus dem Leib. Presst sein ganzes Herzblut in den Tintenfüller, mit dem man sein Meisterwerk schreibt. Und dann kommt das Meisterwerk nach jahrzehntelangem Martyrium endlich in die Kinos. Leider am gleichen Wochenende wie das große Krabbeln. Tja. An dem Wochenende will natürlich niemand das schweinische Politdrama sehen, in dem so viel Herzblut, Recherche und Leidenschaft steckt. Nein, alle wollen sie nur das große Krabbeln sehen. Mit Ottfried Fischer als die dicke kleine Raupe. Hatte eine gute Besetzung. Klaus Kinski als Ludwig Erhard. Barbara Schöneberger als Marilyn Monroe. Und Ottfried Fischer als die kleine, dicke Raupe.
Aber niemand hat ihn gesehen. Alle wollten unbedingt das große Krabbeln sehen. Der Film, der mir all meine Ideen geklaut hat. Und heute weiß niemand mehr, wer ich bin. Niemand kennt meinen Namen. Ralf Stock. Tja, ich war mal jemand. Ich habe mal die heißesten Filme der Industrie gedreht. Aber heute kennt niemand mehr meinen Namen. Ja, das lag alles an die Würde des Schweins ist unantastbar. Der Film, der mich damals zu großem Ruhm verhelfen sollte, aber am Ende nur meinen Untergang besiegelt hat. Alles fing an. An diesem einen Freitag im Dezember, im März im Jahre 2023. Filmfights hieß die Sendung, ich erinnere mich noch genau daran. Eine ganz simple Unterhaltungssendung. Man sollte über Filme reden, weil das ja so viel Spaß macht. Filme, sie bringen ja nur Freude. Ja, da sollte ich einen Film pitchen. Und ich, naiv, dachte ich, überleg mir einfach irgendwas. Keine Ahnung, eine witzige Familiengeschichte über ein kleines Trüffelschwein, das nochmal in die politische Vergangenheit der Bundesrepublik Deutschland schnüffelt. Ich konnte nicht ahnen, dass das der Anfang vom Ende war. Das sollte der letzte Film sein, den ich jemals gemacht habe. Und der letzte Film, den ich jemals geschaut habe. Denn ein guter alter Freund gab mir damals den Rat, wenn du gute Filme drehen willst, dann darfst du keine Filme mehr schauen. Denn wenn man Filme kennt, dann kommt man nicht umhin, die Filme, die man schon kennt, in die neuen Filme mit einzuarbeiten. Man erzählt eigentlich immer nur die gleiche Geschichte immer und immer wieder. Um wirklich Neues zu produzieren, muss man nichts mehr konsumieren, völlig frei sein, im luftleeren Raum. Und nur dann kann man wirklich Neues produzieren, sich durch die kleine Lücke quetschen, die es da noch gibt in der Geschichte. Links Goethe, rechts Mozart, alles ist ja schon voll. Stau auf der A8. Stau. Überall stehen sie und hupen sie. Da Schubert, da Beethoven, da Kubrick. Und ich komme nicht durch. Sie bilden keine Rettungsgasse. Da gibt's keinen Platz mehr für Franz Stock und seine Ideen. Weil alles schon voll ist, alles verstopft ist. Wohin mit den Ideen? Aber dann gibt es da diesen einen kleinen Zwischenraum, diese eine Lücke, die sich ergibt zwischen den Autos. Da! Da! Kurz hinter Brahms, da ist doch noch was zwischen Brahms und MC Fitti. Da ist doch noch eine kleine Lücke, da passe ich rein. Diese kleine Lücke. Das war mein, die Würde des Schweins ist unantastbar, aber da war keine Sicherheitslücke. Ich kam nicht weiter. Und heute bin ich Streamer. Und ich streame Satisfactory. Oh, ich muss noch ein bisschen Aluminium holen aus der Fabrik. Ich glaube, es ist die dümmste Idee der Welt, Satisfactory alleine zu spielen. Weil normalerweise hat man noch so ein bisschen diese zwei helfenden Akrobatenhände, die einen packen, wenn man zu tief in den Abgrund des Wahnsinns reinfallen möchte. Aber die sind weg. Jawohl. Nicola? Bist du noch da? Meine einzige Chance, nicht komplett im Wahnsinn zu verfallen. Eine Hand streckte ich aus nach ihm, nach Nicola. Würde er sie greifen? Mich retten? Mich bewahren vor allem, was da unten lauert. Nicola! Der Arme!
Der Arme! Oh Gott, der Arme! Hängt hier rum! Oh Gott! Nikola, wir müssen uns helfen. Wir müssen uns gegenseitig davon abhalten, dem Wahnsinn zu verfallen. Moment, und Nikola muss jetzt immer so Wache schieben, während ich spiele, oder was? Oh Gott, der Arme. So, ich höre jetzt direkt auf. Ich höre sofort auf. Das brauche ich. Ich brauche das schlechte Gewissen um Nikola und seinen Verstand. Oh nein, ey, der Arme. Der arme Nikola. So, Steelbeams. So, Freunde, ich höre jetzt hier auf. Wie kann ich mir merken, dass ich da noch Aluminium holen muss beim nächsten Mal? Warte, ich mach's ganz simpel. Ich stelle mich hier in die Ecke. Baue hier ein Schild hin. Warum fliege ich? Warum fliege ich? Get freaky! Get freaky! Everybody in the house, get freaky! Och, kein Quarz! Ach, come on. Aber wir hatten hier doch irgendwo Schilder, oder? Wir hatten hier doch irgendwo Schilder. So, so logge ich aus. Genau so logge ich aus. Ich fass nicht mehr an. Perfekt. Perfekt. So, Freunde, das war's. Haben wir richtig was geschafft heute. Oh, es ist fucking 1 Uhr, ey. Das darf man nicht machen. Das darf man wirklich nicht machen. Auf eigene Faust Satisfactory spielen. Warum greift ihr nicht ein? Warum greift ihr nicht ein? Entschuldigung, warum greift hier niemand ein? Warum greift niemand ein? Warum sagt nicht jemand, Entschuldigung, du musst langsam aufhören? Leute, so geht's nicht. So geht's nicht. So geht's nicht. So, Leute, wer hat Bock? Wer hat Bock? Wer streamt denn jetzt gerade noch? Alter, Anton ist wirklich der krasseste Streamer der Welt. Egal wann man aufhört, ist es immer Anton. Ich schreibe, er soll ins Bett gehen. Jetzt auch schlafen. Wir Streamer müssen uns gegenseitig helfen. So, zum Runterkommen, weil ich will nicht, dass Anton euch jetzt noch wieder ganz wild macht. Zum Runterkommen schicke ich euch mal zu einem meiner absoluten Lieblingseinschlafkanäle. Und zwar Japanese Printmaking. Schaut es euch einfach an. Lasst euch davon beruhigen. Habt eine gute Nacht, habt eine schöne Nacht. Entspannt euch. Haut rein. Und bis morgen und Creepjack. Haut rein und gute Nacht.